in dieser Folge passiert mehr, als ich in diesen 28 Sekunden sagen könnte. Deswegen im Schnelldurchlauf. Wir talken natürlich über alles, was Neues in der Medienwelt. Es beginnt das zweiteilige Quiz-Battle gegen Buchkastmafia um die Harry Potter-Knowledge-Krone. Wir reden über die zweite Folge der zweiten Staffel von How to Sell Drugs Online Fast. Melly ist am Start und diskutiert mit uns über die Wiederbelebung toter Schauspieler mittels CGI. Und natürlich hat Mirko noch ein Retro-Gewitter vorbereitet. Viel Spaß! Steinwurf im Glashaus. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 99. Episode. Ich konnte mir tatsächlich mal eine Zahl merken. Zur 99. Ausgabe von Steinwurf im Glashaus. Und das ist für uns alle eine sehr besondere Folge und eine sehr besondere Zahl. Deswegen gleich meine Frage an dich. Was verbindest du mit der 99? Was ist dein erster Impuls? Ja, ganz klar, das ist das Jahr 1999. Ich erinnere mich ganz genau an zahlreiche Ereignisse. Sie haben sich überschlagen im Jahr 1999, in dem ich 2 war. Ja, zurück nach München. Du verbindest gar nichts damit? Genau, gar nichts, nein. Okay. Also ich weiß, dass zu der Zeit die Welt noch in Ordnung schien, da 1860 erste Liga spielte. Ansonsten verbinde ich mit dem Jahr 1999 kaum etwas, außer dass die Zwillingstürme in New York noch 2 Jahre gestanden haben. Ich meine jetzt auch generell 99, nicht 1999. Nee, für den Rest auch nicht. Also die Zahl 99 ist mir doch relativ egal. Es ist die höchste mögliche Trikotnummer. Das schon mal. Ja, mein Gott. Ein paar coole Leute hatten immer die 99. Fällt mir nicht einer ein. Ich habe jetzt auch keinen parat, aber bestimmt. Die Bad Batch bei Star Wars, das ist die Einheit 99, weil die gestört sind und so leicht behindert. Ich finde das... Ich sehe da was, Parallelen, dass wir das jetzt machen. Schon. Nee, sonst habe ich auch nichts. 99. ist die 99 die überhypteste Schnapszahl in den zweistelligen Bereichen? Im zweistelligen Bereich auf jeden Fall. Ich würde sagen, die 444. Ist geil. Ich bin, 4 ist mein Jam. Da sehe ich kein Potenzial. Das ist sehr kantig, sehr eckig. Ich finde, diese Zahl ist ungemein aggressiv. Ja, dann kann sich keiner festlegen, wie sie geschrieben wird. Ob man jetzt von wo, ob man das mit Absätzen macht, wenn man das handschriftlich macht, ob das geschlossen ist oder natürlich offen oben. Macht man oben. Das mit Absätzen? Also ich bitte dich. Du, ja, keine, du lässt Barbaren. Die auch oben offen, ne? Ja, sicher. Okay. Also, wo kommen wir denn da hin? Ich sag mal, wenn du sie gedruckt schreibst, ist die immer geschlossen, die 4. Ja, gedruckt, geschmuckt, sage ich immer. Es kommt doch aufs Handwerkliche an. Das ist doch wichtig. Das ist das, was mich so ärgert, hätte Thomas Doll gesagt. Alles bla 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 ist das doch, alles bla bla bla. Es ist auch hier in Steinwurf und Blaster. Also per 99. Definition ist ein Podcast alles bla bla bla. Ja, das ist korrekt, Herr Doll. Ja, ja. Ziehe meinen Hut vor Ihnen. Das ist, Sie haben es verstanden. Da lache ich mir noch einen Arsch ab. Das habe ich auch in Auto gemacht. Das sagte niemals jemand bei unserem Podcast. Ich wollte mir selbst eine Überleitung schaffen. Ich habe Radio gehört in meinem Auto, denn ich muss mein Handy mit dem Kabel verbinden, hatte aber kein Kabel dabei und habe dann zum ersten Mal, glaube ich, seit mindestens 5 oder 6 Jahren mit offenem Ohr Radio gehört. Welchen Sender? Das war das Problem. Ich habe eins live gehört, weil der voreingestellt war. Ja, ist aber okay. Meine Güte, ist das mit Anglizismen krass. Ich arbeite ja bei einer Tageszeitung, ne? Bei uns ist pauschal, sind Anglizismen im Grunde verboten, aufgrund der relativ alten Zielgruppe. Was dann bedeutet, dass man guckt, dass man, ne, alles so ein bisschen umformuliert und so. Das ist ja alles okay. Man sagt nicht googeln, man sagt, searchen. Hol die Game-Seiten raus. Genauso schreibt man das in der Tageszeitung. Und Brody. die anglizismieren ja alles. Also am Ende wird noch so ein Word hinter ein Statement gesetzt, wenn die moderieren. Und mindestens, ich sag mal, 5 Wörter pro Satz in Englisch. Ja, ich habe kein Problem mit Anglizismen, aber ich finde es, man sollte es ein bisschen im Rahmen behalten. Sehr krampfhaft. Also wenn es zu viel, also ich sag mal, wenn es 30% englische Wörter sind in dem Satz, dann kannst du auch gleich auf Englisch mit mir sprechen. Das fände ich auch okay. Ja, aber das ist dann vielleicht auch wieder zu viel des Guten. Ja, ich bin einfach glücklich, demnächst wieder ein Kabel mitnehmen zu können. Das glaube ich sofort. Also ich finde wirklich, ich finde es sehr, sehr problematisch, dass es irgendwie 10, 15 große Radiosender gibt, von denen 12
konstant dieselben Lieder spielen und dieselben Gags machen. Die, also das finde ich ganz, ganz schlimm. Ist das nicht Sinn von Radio? Nee. Also wäre doch irgendwie sinniger, wenn du ein Jazzradio hast, ein Rockradio, ein Popradio, aber du hast 12 Popradios, ein Schlagerradio, ein Rockradio. Im Grunde spielen doch alle die besten Hits der 70er, 80er, 90er und alles von heute oder und, so. Ja, genau. Aber warum? Also, das nervt mich. Warum ist es bei jedem scheiß Radiosender dasselbe? Also ist auch egal, da macht es tatsächlich vom Inhalt her überhaupt keinen Unterschied, ob es öffentlich-rechtlich oder privat ist. Es ist immer dieselbe Musik. Es sind immer dieselben Lieder, immer dieselben Interpreten. Die haben ja diese Hot Rotation, aber selbst die ist bei allen gleich. Das ist doch anstrengend. Das ist doch total nervig. Also du hast ja null Individualisierung in diesen Radiosendern. Okay, da habe ich mich jetzt nie so eingehend mit beschäftigt, aber das ist schon mal dein Wort heute zum Montag. Naja, es ist halt so. Es ist, wie es ist. Ich sag's doch. Es ist, wie es ist. Eine andere Sache im Auto, da habe ich aber sehr viel Spaß dran gefunden, die du mir empfohlen hast. Oh, jetzt bin ich mittelschwer geschockt und gespannt. Es geht um mein Display, das mir den durchschnittlichen Benzinverbrauch pro, ich glaube, 100 Kilometer anzeigt. Ja. Und da hast du mir dann gesagt, das ist ganz spannend, denn da kann man immer so ein bisschen spielen und gucken, wie weit runter man kommt. Ich habe es jetzt schon geschafft, den Verbrauch von 7,0 Liter auf 6,9 Liter insgesamt zu senken. Das in kurzer Zeit ist es doch schon mal was. Anscheinend war es eh auf der Grenze oder so, aber trotzdem, das ist durchaus ein interessantes Hobby, wenn man bedenkt, dass Autofahren an sich nicht besonders spannend ist. Also das macht schon Spaß, gerade auch wenn du wirklich immer dieselbe Strecke fährst, dann versuchen aus jeder Strecke wirklich das Maximum rauszuholen noch. So, da kann ich noch ein bisschen rollen lassen. Und ich sehe ja den aktuellen Durchschnitt quasi, ne? Also wie viel ich jetzt gerade verbrauche. Ja. Wenn ich dann so sehe, okay, jetzt fahre ich 100 und wenn ich da aber dann nur so ein ganz bisschen aus Gas spiele, dann verbrauche ich ungefähr 4 Liter, das ist schon gut. Innerorts komme ich dann irgendwie auf 3,4 oder 3,3 runter. Das ist schon cool. Das macht Spaß irgendwie. Ja. Es hat was. Und es ist tatsächlich ja auch gut für den Geldbeutel und gut für die Umwelt. Also ja, aber so besonders macht es Spaß. Also es macht halt auch Spaß. Ja, es macht Spaß. Es macht auch in Kohl eigentlich nicht fett, aber es ist schon schön. Weißt du, was auch schön war? Der Film Knives Out. Oh ja. Und da wie er das war. Wurden jetzt zwei Leute für Sequel angekündigt. Und von einem habe ich sogar gehört. Dann sag du deinen. Dave Bautista wird mitspielen. Edward Norton kennst du aber. Edward Norton kenne ich auch. Ja, nee, Edward Norton kenne ich auch, nur ich habe nicht gehört, dass der mitspielen soll. Achso, also Bautista und Edward Norton wurden angekündigt. Beide cool. Mega geil. Ja. Ich hab jetzt schon richtig Bock drauf. Zumal Daniel Craig ja auch weiterhin der Regisseur, wollte ich sagen. Nee, das nicht, aber der Protagonist. Der Protagonist sein wird, der Ermittler. Geil, hab ich Bock drauf. Das wird fett. Also ja. Jetzt macht es auch Sinn, warum Netflix so viel Geld dafür bezahlt hat. Die musst du erstmal bezahlen. Ja, definitiv. Und das wird auch eine entsprechende Produktionsqualität haben, denke ich. Geil, also da bin ich wirklich gespannt drauf. Worauf man auch gespannt sein kann, ist, wie es mit den Golden Globes und der Hollywood Foreign Press Association oder HFPA weitergeht. Denn da ist die Kacke gerade richtig am Dampfen. Der Sender, der auch den ganzen Abend da finanziert, hat schon gesagt, so Leute, 2022 ist jetzt erstmal gestrichen, wenn ihr euren Bums da nicht auf Kette kriegt. Wer macht das? NBC, ne? Ich glaube NBC, ja. Okay. Ich weiß es nicht genau. Und ja, das wäre schon mal ziemlich harter Schlag für die. Es schießt gerade jeder gegen die. Die ehemaligen Gewinner, die potenziellen neuen Gewinner, jeder Schauspieler, der was auf sich hält, hat schon mal jetzt gerade über eine PR-Agentur oder sonst wen gegen die geschossen. Tom Cruise hat seine Golden Globes zurückgegeben. Die Verleiher haben die zusammengestaucht. Die PR- und Marketingagenturen. Was machen die denn? Ganz einfach. Es sind, glaube ich, knapp 100 Leute und es gibt nicht einen Nicht-Weißen. Niemanden. Das ist denen jetzt aufgefallen oder ist das erst seit kurzem? Das ist die Kritik dieser Hollywood HFPA, also dieser Press Association, die gesagt haben, Leute, das ist jetzt ein bisschen geheuchelt, weil das ist halt schon irgendwie immer so. Also warum stört euch das jetzt auf einmal? Auf der anderen Seite, ja, jetzt macht es halt auch nicht besser. So. Du wirst von der Polizei angehalten, fährst mit 200 durch eine Ortschaft. Du sagst ja, Leute, das mache ich halt schon seit 10 Jahren so. Warum stört ihr euch da jetzt auf einmal dran? Ja, ist halt trotzdem, es macht es jetzt nicht richtiger. So, die bewegen sich auch nicht in eine Richtung, wo sie sagen, komm, wir nehmen jetzt mal ein paar neue Leute auf, damit wir diverser werden, damit wir eine Gesellschaft auch irgendwo abbilden können. Dazu kommt eine weitere Kritik.
dass diese ganze Geschichte, ich meine, du hast in der Academy für die Oscars hast du 9000 Mitglieder, plus minus ein paar, da sind es 100. 100 Leute, die die Golden Globes verteilen, sind sehr, sehr viel Einfluss auf sehr, sehr wenige Schultern mit sehr, sehr wenig Transparenz. Und da ist es wohl auch schon zu so Sachen gekommen, wie da gab es denn eine Einladung von einem Taron Egerton, glaube ich, heißt der, der die alle zu einer großen Feier eingeladen hat, kurz bevor die Golden Globes verliehen wurden. Und da hat dann unter anderem auch ein gewisser Elton John live gespielt und Riesending und die ganze Press Association war da. Und oh Wunder, er hat am Ende den Golden Globe gewonnen. Wie kann das denn sein? Ich mag den Und aber. ja, ich auch. Aber das sind halt schon so Sachen, die wohl gehäuft vorkommen, wo man sagt, die scheinen jetzt nicht ganz so integer zu sein. Und das alles, ja, kulminiert jetzt darin, dass von allen Seiten auf die eingeschossen wird und gesagt wird, Leute, wenn ihr euren Bums da nicht aufgeräumt kriegt, dann war es das wohl erstmal. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die zu 100% integer sind. Also ich rechne bei Preisverleihung, ich sag mal so 20, 30% davon ist Korruption. Vor allen Dingen alle, bei denen wir mitmachen und nicht gewonnen haben. Das sowieso. Das macht halt keinen Sinn, warum wir nicht gewinnen. Aber abgesehen davon, also das klingt dumm, aber ich akzeptiere ein gewisses Grundmaß an Korruption beziehungsweise an Vetternwirtschaft, um Das mir die wirst du Preise halt, anzusehen. das ist wie diese klassische, man muss objektiv berichten Geschichte. Ein Grundmaß an, also man muss, du kannst, es gibt keinen normalen Null, so, das funktioniert nicht. Aber man sollte versuchen, sich daran zu orientieren. Ich habe nur gelesen, dass Tom Cruise seine Preise zurückgeben will. Of all people, Ja. fand ich jetzt mehr so, also. Tom Cruise ist sehr oft bei sowas ganz weit vorne. Ich glaube, weil der halt wirklich krass darum bedacht ist, dass sein Image nicht noch beschissener wird. Weil der Typ ist halt bei mir schon echt einer der untersten Sympathiekategorien in Hollywood. So weit, dass ich mir Filme mit ihm nicht angucken kann, weil ich ihn sehe und mir denke, du bist ein Arschloch. Das tut mir ja fast schon wieder leid, aber ich kann mir Mission Impossible nicht angucken. Was ist er? Er ist Scientology, ne? Ja, Schwer also drin. Und der der größte. NRA. NRA weiß ich gar nicht. Nee, es war John Travolta. Das passt schon eher. Aber Ja. John Travolta ist auch Scientology. Ach Gott. Ja. Das sind alles tolle Menschen da, alles tolle Ja, Menschen. nein. Nein, nein, wirklich nicht. Leute, lasst euch, Scientology, lasst euch da nicht drauf ein. Das ist so eine Scheißsekte. Worauf ihr euch auch nicht einlassen solltet, ist JaTV. Kennst du JaTV? Ja, TV? Nee. Ein YouTube-Kanal, habe ich zum ersten Mal jetzt von Ah, gehört. junge Alternative TV. Genau. Oh ja. Stichwort Das Sekte und Scheißverein. ist erstaunlich gut produziert. Habe ich mir nicht angeguckt, ich will denen keine Klicks geben. Ich habe zwei, drei Videos mir angeschaut. Das ist sehr absurd. Also es sind so ein bisschen, also sie haben Interviews dabei, natürlich komplett objektive Interviews. Auf jeden Fall. Und mit Alice Weidel und so weiter. Und so Comedy-Skits, sage ich mal. Habe ich Ausschnitte von gesehen? Aber das ist so Boomer-Humor, nur nicht in einem Bild, sondern halt in einem kurzen Clip. Ja, aber nicht nur das. Also es ist Humor, der beim Ende darauf abzielt, dass sie radikale Rechte sind. Naja, schon. Aber auch da halt immer diesen Opfermythos. Ja, aber also die Grundprämisse, die am Ende rauskommt, ist ja tatsächlich so, wir sind rechts, wir sind radikal. Punkt. Und das ist gut. Und die machen da ganz abgedreht Humorsequenzen draus. Also kleine Comedy-Segmente, die aber am Ende wirklich nur das einzige Fazit haben, so, ja, aber wir sind ja rechts. Und das macht wenig Sinn, aber es ist sehr absurd anzuschauen. Ich fand das relativ faszinierend. Na, ich finde es erschreckend, bisschen beängstigend, aber auch schön zu sehen, dass sie scheinbar als Partei in so eine finanzielle Bedrängnis kommen oder in einer solchen finanziellen Bedrängnis sind, dass sie Merch verkaufen müssen auf YouTube oder über YouTube. Versuchen sich ihre eigenen Influencer, ihren eigenen YouTube-Kanal hochzuziehen. Ich kann nur an jeden appellieren, schaut euch das nicht an. Geht auch nicht drauf. Das ist ganz oft so, wenn Leute versuchen, irgendwas zu haten, gehen sie auf das Video und disliken es. Das hilft denen. So, das ist dem Algorithmus nicht so richtig wichtig, ob das jetzt hoch oder runter gevotet wurde, aber es wurde geklickt. Nicht draufgehen, einfach ignorieren. Mehr kann man Wow. da, besser kann man das tatsächlich nicht, dem Ganzen nicht schaden. Apropos nicht schaden. Wenn ihr irgendwas appreciaten solltet, dann das ABBA ein Comeback feiert.
Ist das so? Hast du es gelesen? Nee. Aber wird wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr eine neue Platte rausbringen. Alle Ui. Vier. Ich bin mir relativ sicher, dass jeder mit jedem schon mal irgendwann verheiratet war. Gefühlt, ja. Raufen sich zusammen und machen ein neues Album. Cool. Da bin ich voll für. Bin ich voll dabei. Da sehe ich dich auch. Also so, ja, Metal und so und dann, aber. Aber ist geil. Aber ist einfach geil. Aber ist geil. Eine der erfolgreichsten Metal-Bands der neueren Zeit. X Grammys gewonnen, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ghost kommen aus Schweden und haben selber gesagt, es ist eine wirklich tolle Metal-Band. Haben gesagt, dass das der größte Einfluss für die war und auch bis heute ist. Aber übersteigt auch ganz, ganz klar Genregrenzen. Das ist eine tolle Absolut. Band. Absolut. Kann man sich nur drüber freuen. Ein bisschen wie Queen. Da kann man nicht mögen, eigentlich. Gibt zumindest ganz wenige, die sie nicht mögen. So ein bisschen David Bowie-Prinzip. Ja, ich habe mich mit Musik beschäftigt. Ich bin schockiert. Ich kenne jetzt David Bowie. Ich kenne auch schon zwei Lieder von ihm. Ich bin schwer dabei. Kurze Frage, hast du noch große Sachen, die du ansprechen möchtest? Nein. Dann habe ich eine große Sache, die ich ansprechen möchte. Und zwar gab es immer die Überlegung, wie können wir Podcast Deutschland verknüpfen? Wie können wir Bindungen schaffen? Wie können wir im Prinzip die Brücke über eine Straße sein? Wie können wir die Schiene sein, die die Ost- und Westküste Amerikas verbindet? Wie können wir dieses kleine Scharnier sein, wo man Margarine dran schmieren muss, damit die Tür nicht quietscht? Wie können wir diese Vermittlerrolle einnehmen? Da frage ich dich, wie, Johannes? Ja, wissen wir auch nicht, das haben wir weggelegt. Aber wir haben was vorbereitet. Und zwar die guten Leute von Buchcast Mafia. Das ist ein wunderbarer Podcast, da könnt ihr mal reinhören. Solltet ihr? Solltet ihr auf jeden Fall. Gerade am kommenden, oh Gott, Donnerstag oder Freitag, da müsst ihr auf deren Profil schauen, denn ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es ist der Freitag. Ich hätte auch zu Freitag tendiert jetzt. Da kommt bei denen eine Folge raus, wo wir ihnen 10 Fragen? 10 Fragen stellen. Zu Harry Potter. Saftige Fragen. Also wir haben ja das ist nichts für Anfänger. Das ist schon, also ich sag mal, mindestens 5., 6. Klasse in Hogwarts solltet ihr schon absolviert haben. Das ist nichts für Rookies. Die Zacks sollten geholt sein. Wir sind ja durchaus Spezialisten, zumindest halten wir uns für Spezialisten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Wir haben Ihnen 10 Fragen gestellt, Sie haben uns 10 Fragen gestellt und wir gucken am Ende, wer besser davon wegkommt. Die Fragen haben wir uns ausgedacht oder haben Sie sich ausgedacht. Und jetzt hört ihr die 10 Fragen von Buchcast Mafia hier. Viel Spaß. Hallo, wir sind Mandy und Sophia vom Instagram- und Bücher-Podcast-Kanal Buchcast Mafia. Genau, dort sprechen wir über Bücher, sämtliche Genres, das Lesen und alles, was so dazugehört. Genau, wir spielen buchige Spiele, machen Lesemonate und wir reden auch total gerne über Harry Potter. Richtig, ich bin ja eine Ravenclaw. Ich bin eine Hufflepuff. Und wir freuen uns riesig, mit euch zusammen dieses Quiz machen zu können. Genau, danke für die Einladung. Genau, und macht euch auf die Fragen gefasst, denn es sind einige schwierige dabei. Aber auch ein paar leichte, ihr werdet es schon schaffen. Keine Sorge. Frage Nummer 1. Das erste Schuljahr steht an. Was bewirkt der Zauberspruch Alohomora? Ich hatte Sorgen. Oh, ich auch. Bisschen aufgeregt. Es wäre sehr demütigend und irgendwie demotivierend gewesen, wenn die erste Frage direkt in die Hose gegangen wäre. Also Sie haben auch gesagt, es sind auch leichte dabei. Das würde ich wahrscheinlich zu einer solchen zählen. Alohomora ist der Todesfluch. Definitiv. Man kennt es. Was passiert, wenn ich Alohomora auf einen Menschen mache? Öffnet er sich einfach? FBI, open up. Ich weiß es nicht. Also an den Gags könnt ihr schon erkennen. Alohomora ist der Fluch. Es ist eigentlich kein Fluch, es ist ein Zauberspruch, der Türen oder Schlösser öffnet. Ja, das ist unser Login. Wie sagt man? Call? Wir loggen ein. Wir loggen ein. Alohomora ist natürlich der Zauberspruch, der Türen öffnen kann. Verwendet Hermine ja gleich im ersten Teil. Und hat sie gelernt im Lehrbuch der Zaubersprüche, Band 7. Frage Nummer 2. Harry benötigt sie alle, um den dunklen Lord zu vernichten. Doch welche sind die 7 Horcruxe? Oh, ich dachte, es geht darum zu sagen, dass es Horcruxe sind. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Oh. Okay, 7 Stück sind's? 7 Stück sind's. Wir haben... Gehört Harry dazu? Oder ist das der 8.? Nee, Harry gehört dazu. Nee... Okay.
Das Tagebuch ist der erste. Wir haben das Tagebuch, wir haben den Ring. Warte, chronologisch. Das Tagebuch ist im zweiten Teil, ne? Das Tagebuch von Tom Riddle, Nummer 1. Genau. Das Medaillon. Das Medaillon haben wir. Von Regulus Black. Dann was zumindest der dann hatte. Dann das. Nee, vorher haben wir noch den Ring. Das ist ja das, was Dumbledore dann dahin rafft. Genau, 3. Wir haben den Pokal von Rowena Ravenclaw. Genau, nein, das ist das Diadem und von Helga Hufflepuff ist der Kelch. Genau. 5. Nagini und Harry. Nagini und Harry. Übersehen wir einen? Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das können wir einloggen, das sind die 7 Horcruxe. Bei den Horcruxen haben wir selber noch mal ein bisschen überlegen müssen. Aber natürlich sind es Nagini, der Kelch von Hufflepuff, das Medaillon der Riddles, der Ring, das Tagebuch von Tom, das Diadem von Ravenclaw und natürlich Harry himself. Frage Nummer 3. Das nächste Turnier steht an. Welche Position übernimmt Ron beim Quidditch? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich auch. Das ist die Szene mit dem Felix Felicis, oder? Mit dem Fake Felix Felicis. Genau, als er da sein Tryout hat mit Cormac McLecken, oder wie der heißt. Ich weiß seinen Typen, Namen nicht mehr. Der sich genauso verhält, wie sein Name ist. Ja, tatsächlich. Chad Chadson. Ron wird der Nachfolger von Oliver Wood tatsächlich. Er wird Hüter. Genau, deswegen hat er auch so eine komische Lederkappe auf. Die sieht echt scheiße aus, sorry. Das war, glaube ich, Sinn der Sache. Aber ich gehe mit, ich glaube, er ist Hüter. Ron darf ja endlich auch mal irgendwann beim Quidditch mitspielen. Und dort übernimmt er die Position des Hüters. Frage Nummer 4. Der Posten als Lehrkraft für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist bekanntlich verflucht. Welche Lehrkräfte haben ihre Zeit in Hogwarts am Ende des letzten Teils überlebt? Wow. Okay. Warte, welche Lehrkräfte haben am Ende des letzten Teils überlebt? Das heißt also, welche Lehrer, die zwischen Teil 1 und 7 diesen Posten inne hatten, leben am Ende von 7 noch? Gehen wir mal durch. Wir haben Professor Quirrell. Der ist weg. Das ist Asche. Wir haben Gilderoy Lockhart, der ist zwar Matsch in der Birne, aber er lebt. Technisch gesehen lebt er, also loggen wir schon mal ein, Gilderoy Lockhart. 3, wir haben Remus Lupin, der stirbt bei der Schlacht von Hogwarts. Der definitiv dann nicht. Jetzt kann man argumentieren, Kuss des Dementors. Ich würde fast sagen, wir sollten den guten Barty Crouch Jr. als tot deklarieren. Ja, und selbst wenn Mad-Eye Moody gemeint ist, wäre auch Mad-Eye Moody tot. Ja, das stimmt. In dem Fall doppelt tot. Passt. Dolores Umbridge lebt, glaube ich, am Ende noch. Bin ich mir auch relativ sicher. Die meine ich lebt. Teil 6, Horace Slughorn, lebt auch. Mhm. Teil 7 sind es die Crow-Brüder? Oder Schwestern? Geschwister? Das ist schwierig. Im Film haut sich Snape weg. Ja, aber ich glaube, er tötet sie nicht. Er leitet da nur den Fluch von... Ich glaube, er knockt sie nur aus, indem er den Fluch von McGonagall weiterleitet. Ich weiß es nicht. Die Crows... In den Büchern, da sind wir leider noch nicht. Was die Analyse angeht. Nee, aber gelesen haben wir sie ja beide schon. Ist nur etwas her. Die Crows. Da müssen wir jetzt gamblen. Also bei den anderen, wir loggen mal ein. Lockhart lebt. Umbridge lebt, Slughorn lebt. Und ich sage jetzt, die beiden leben am Ende auch noch. Ich gehe mit, weil du es bist. Tja, so viele waren es wirklich leider nicht nach 6 Schuljahren, die wir mitbekommen haben von Harry. Es haben nur 2 überlebt, und zwar Lockhart und Umbridge, die unbeliebtesten Charaktere überhaupt. Naja, Quirrell zerfällt zu Staub, Lockhart wird halt auch verrückt, das ist kein gutes Überleben. Ja. Sirius Black im 3. stirbt, im 4. ist es Moody, der stirbt. Warte mal, im 3. ist Lupin der Lehrer, aber Sirius Black stirbt auch. Umbridge überlebt und im 6. übernimmt Snape den Posten und der stirbt ja auch. Ja, traurig. Wirklich verflucht. Slughorn ist er nicht, es ist Snape gewesen. Wir sind so blöd, es ist so
offensichtlich. Aber er ist halt der Neue, der dazukommt. Bis dahin ist es immer der Neue. Ja, oh nein. Und vor allen Dingen, er ist der Slytherin-Hauslehrer. Das passt doch alles. Dunkle Künste ist, ach, fuck. Ja, wenn man eine Sekunde länger drüber nachdenkt, dann fällt es einem auch ein. Und natürlich sind es nicht die Crows, sondern die Carrows, die ich meinte. Aber immerhin ist es mir ohne Googeln eingefallen. Ärgerlich, das war die erste Frage, die wir in Sand gesetzt haben. Da, ich hätte uns 0,5 Punkte gegeben. Ich habe es auch falsch gesagt. Okay, ja, Slughorn macht Zaubertränke. Das war hart. Das war hart. Müssen wir uns an die eigene Nase packen. Frage 5. Sie ist tollpatschig und fliegt gern gegen Fenster. Wie heißt die Familieneule der Weasleys? Jetzt hast du gerade so sicher ausgesehen. Die Sicherheit ist aus deinem Kopf verschwunden. Ich dachte, sie fragen nach Pigwidgeon. Aber das ist quasi falsch. Creature ist natürlich ein Hauself. Wie heißt es? Wie heißt es denn? Weißt du das gerade? Spontan. Ich überlegt. Jule oder so? Ich sehe diese legendäre Szene aus dem zweiten Film quasi vor mir, wie die Eule ankommt und volles Pfund ungebremst gegen das Küchenfenster klatscht und dann einfach wie so ein nasser Sack runterfällt. Das ist uralte Familieneule, aber Auli. Auli die Eule. Jule oder so gesagt, aber das ist so ein Ding, wenn wir gleich die Auflösung hören, werden wir uns kollektiv in Arsch beißen. Oh Gott. Ich sag Jule oder irgendwie sowas, aber ich habe keine Ahnung. Das ist Errol. Oh, easy, ist doch kein Problem. Natürlich ist es Errol. Locker. Wer soll das denn sein? Das ist ja Errol, die alte Eule. Also keine Herausforderung. Ich hoffe, das ist es jetzt wirklich. Das wäre sonst peinlich. Errol ist eingeloggt. Bei all den Eulen in Harry Potter ist es auch echt nicht leicht, da durchzublicken. Hedwig kennt man halt, aber die Eule der Weasleys, die heißt Errol. Genau, die wird wann eingeführt? Im zweiten. Im zweiten? Ja, da stimmt, fliegt sie gegen die Scheibe. Als Harry das erste Mal da ist. Und die Nummer 6. Dieses Haus ist unterrepräsentiert und so auch ihr Hausgeist. Wer ist denn der Hausgeist von Hufflepuff? Okay, also erstmal finde ich Hufflepuff für das, was Hufflepuff darstellt, eher überrepräsentiert. Das ist jetzt kein Shoot. Ich persönlich finde einfach nur, dass die Irrelevanz gerechtfertigt ist, ohne jetzt irgendwen angreifen zu wollen. So. Warte mal, der Hausgeist. Das ist der fette Mönch. Und ich finde, das ist... Ach man, mir tun die Hufflepuffs ja manchmal fast schon leid, ne? Aber also es ist schon... Du hast den blutigen Baron. Dann die Tochter von der Hausgründerin. Einen fast kopflosen Nick, der auch wirklich charismatisch ist und du hast einen fetten Mönch. Ja. Tut mir ja auch leid. Fette Mönch ist eingeloggt. Ja, der Hausgeist von Hufflepuff. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt im Film vorkommt. Ich glaube, er wird nie namentlich genannt, nur genau. Gezeigt. Aber die Bücher gelesen haben, die werden es wissen. Und zwar ist es der fette Mönch. Kann man sich gut merken. Netteste Bezeichnung für dein Leben danach. Wusstet ihr, dass es auch in Deutschland eine Schule für Hexerei und Zauberei gibt? Welche drei Schulen nehmen am Trimagischen Turnier teil? Okay, jetzt war ich kurz. Das hätte ich nicht gewusst. Ja, ich weiß nicht, ob die Deutschen nicht auch mit nach Durmstrang gehen. Ich meine, das tun sie. Ja, welche drei nehmen teil? Wir haben auf der britischen Seite Hogwarts. Auf der britischen Ecke haben wir Hogwarts. Durmstrang, die stolzen Söhne von Durmstrang. Es ist einfach... Es wäre eigentlich eine Verschwendung, wenn dieser Name nicht deutsch ausgesprochen werden würde. Durmstrang. Hammer. Und ich glaube, auf Beaubaton gehen in den Büchern sowohl Jungen als auch Mädchen. In diesem Fall ist, meine ich, ein Mädcheninternat. Zumindest wurden nur Frauen gesandt. Es ist Beaubaton, die französische Schule. Genau. Die Hogwarts mit der Kutsche. Hogwarts, Durmstrang und Beaubaton werden eingeloggt. Ich bin mir leider nicht mehr sicher, wie genau die Schule in Deutschland hieß, aber da gibt es einen ganzen Artikel auf Pottermore zu all diesen internationalen magischen Schulen. Da gibt es ja sogar viel mehr als die drei, die wir dann so kennenlernen bei Harry Potter. Neben Hogwarts nehmen natürlich noch Beaubaton teil und Durmstrang. Die Russen.
Unsere Freunde aus dem Norden. Genau. Bulgarien liegt nicht im Norden. Und in Bulgarien sind auch eigentlich immer so um die 30, 40 Grad. Aber die kommen da mit Fellmützen und haben so krassische russische Akzente bekommen. Das ist einfach, naja, es sind halt die Bösen, ne? Die Dunklen. Ja, immer die bösen Russen. Frage Nummer 8. Harry und Ron wollen sich hineinschleichen. Doch wo befindet sich eigentlich der Gemeinschaftsraum von Slytherin? Ha, das kann ich sagen, denn das ist mein Lieblingsgemeinschaftsraum. Mit Abstand. Nicht, dass wir die anderen beiden außerhalb der Lego-Spiele mal sehen, aber ich mag den sehr. Ja, also ich glaube, was so die Locations angeht, fände ich den von Ravenclaw am spannendsten. Was ja passend ist, weil ich Ravenclaw bin. Weil der ganz, ganz oben ist und du Höhen sehr, sehr gern magst. Ja, interessanterweise mag ich Höhen überhaupt nicht, aber es ist doch wie bei Spinnen bei mir. Es ekelt mich an, es schaudert mir dabei und doch bin ich fasziniert davon. Ähnlich wie von Slytherins. Die im Kerker sind, und zwar unter dem See. Jetzt weiß ich nicht genau, was gewollt ist. Also sie gehen immer in den Kerker zu ihrem Raum, aber der ist unter dem See, ne? Korrekt. Was ein sehr weiter Weg wäre, aber das nur nebenangestellt. Ein sehr weiter Weg. Dafür, dass andere deutlich kürzere Wege haben. Es war jetzt in Ordnung, falls ihr nicht genau wusstet, wo der Gemeinschaftsraum liegt. Was allerdings wichtig ist, dass er im Keller ist und unter Wasser. Im Keller. Im Kerker. Ja, naja, ist ja unten. Ja, der Keller von Hogwarts. Der Keller von Hogwarts. Man sieht ja auch schön, in welchem Teil war das? Im zweiten. Auch im zweiten, genau. Sieht man ja auch schön im Hintergrund, dass das Wasser, unter Wasser, sieht man ja ein schönes Fenster. Und dieses grünliche, bläuliche, genau. Licht. Genau, ziemlich cool, der Gemeinschaftsraum. Ich auch, aber ein bisschen düster. Aber es sind ja auch die Bösen, ne? Frage 9. Hagrid wird befördert. In welchem Teil übernimmt er welches Unterrichtsfach? Also er übernimmt Pflege magischer Geschöpfe. Das Ganze findet statt im dritten Schuljahr, sprich im Teil Gefangene von Azkaban. Du guckst mich gerade so ungläubig an. Ja, warte. Ich habe nur noch, also in den Büchern sind die knellrümpfigen Kröter, ja, die haben ja eine ganz große Rolle. Ich erinnere mich gerade nur, dass in Teil 4 im Labyrinth ein knellrümpfiger Kröter rumturnt. Aber übernimmt er in Teil 3 schon? Er übernimmt in Teil 3 schon, ja. Die ganze Seidenschnabelgeschichte und alles. Ah, so, genau, dann wird er suspendiert und dann kommt Professor Raue Pritsche. Immer noch so ein geiler Name. Raue Pritsche. Stehe ich bis heute nicht. Bitte. Das sind einfach nur Wörter, das ist kein Name. Professor Raue Pritsche würde da widersprechen. Just words. Genau, okay, dann übernimmt er im dritten das Fach für Pflege magischer Geschöpfe. Eingeloggt. Hagrid ist auf jeden Fall einer unserer absoluten Lieblingscharaktere. Ist so ein herzensguter, süßer, sanfter, ja, Riese, ne? Ich liebe ihn. Nachdem er endlich begnadigt wird sozusagen und er nicht mehr beschuldigt wird, dass ja die ganze Sache mit dem Monster von Hogwarts getan zu haben, übernimmt er im dritten Teil die Rolle des Lehrers für Pflege magischer Geschöpfe. Und die letzte Frage, Nummer 10. Filmfehler. Welcher Charakter wurde auf dem Filmposter von Harry Potter und der Orden des Phönix durch ein Double ersetzt? Oh, fuck. Okay. Durch einen Du. Okay, es ist keiner der drei Top-Charaktere. Wir müssen, glaube ich, Wildcard raten. Wir müssen raten, ja. Es wird keiner aus dem Trio sein. Wer ist bei Orden des Phönix größer in Erscheinung getreten? Gut, wir haben natürlich klassisch Dumbledore, wir haben Snape. Wer ist denn auf so einem Plakat mit drauf? Vielleicht, Sirius Black. Genau, Sirius Black. Vielleicht hatte Gary Oldman keine Zeit. Das würde ich fast noch am ehesten tippen, ja. Er hatte noch eine tragende Rolle. Das war's, glaube ich, oder? Ja. Das kann zumindest kein großer sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele auf diesem Poster drauf waren. Nein, das sind ja meistens so 5 bis 6, ne? Ich denke, Dumbledore wäre mit drauf. Ja. Ja, und Sirius Black wahrscheinlich auch. Und der hat aber sehr viel Bart und Haare meistens und sehr dunkel. Vielleicht kann man den am besten durch einen Double ersetzen. Wenn gut, das passt auch auf Dumbledore. Ja, aber der hat noch sehr eigene Gesichtszüge und bei Black verschwimmt das so ein bisschen. Ah. Boah, das ist schwierig. Und da sind wir noch gar nicht. Das ist voll unfair. Nee, ich würde fast zu Sirius Black tendieren. Würde ich auch raten.
Dann war absolut ins Blaue. Stoßgebet und eingeloggt. Die letzte Frage war zugegebenermaßen etwas schwierig und du wusstest es auch nicht. Nee. Aber ich finde, also ich habe das in der Studiotour in London gelernt. Da kann man ja die große Harry Potter Studiotour machen, wo auch die Teile gefilmt wurden. Und da wird das gleich im Eingangsbereich erklärt. Da sieht man nämlich alle schöne, also alle Filmplakate schon aufgereiht. Und da fällt einem auf, wenn man mal genau hinguckt, dass Ginny gar nicht Ginny ist, sondern einfach irgendeine andere rothaarige Person. Ja, einfach, weil sie an dem Tag, glaube ich, krank war, wo die Shootings gemacht wurden für die Filmplakate. Also wenn man mal drauf achtet, dann sieht man es auch. Aber wenn man es nicht weiß, mir war das ja, nicht bewusst. Ja, also das passt schon. Ja, die hat rote Haare. Also ihr könnt gerne mal gucken auf eure DVD-Schachtel oder Blu-ray-Schachtel. Ihr werdet es sehen. Aber ich finde es einfach ein lustiger Fun-Fact. Ja, die schwere Frage habt ihr Mandy zu verdanken. Ja, aber war doch witzig. Wieder was dazugelernt. Ja. Also, wie habt ihr abgeschnitten? Hoffentlich besser als wir. Okay, das war eine fiese Frage. Und also, keine Ahnung. Wir haben jetzt ein paar Poster angeguckt. Das ist recht schwierig zu erkennen. Es gibt aber auch keinen Fakt oder einen Google-Eintrag darüber. Ja gut, vielleicht müssen wir da auf etwaigen Trivia-Seiten gucken. Das ist, oder das ist exklusiv Leuten vorbehalten, die tatsächlich diese Tour gemacht haben. Oder Leuten, die mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe mir noch nie Bonnie Wright auf irgendeinem Filmplakat so genau angeguckt, von daher. Man geht ja auch erstmal davon aus, dass das schon stimmt. Ja, aber ja, doch, das ist ein Fakt, den man hätte wissen können, theoretisch. Zumindest hat er uns gerade einige Minuten Recherchearbeit abverlangt. Genau, also ja, geil. Aber sowas, allein wegen sowas mache ich eigentlich gerne Quizzes. Nicht nur, weil ich dann am Ende weiß, okay, das und das wusstest du, das und das nicht, sondern weil man auch so kleine Sachen immer dazu lernt. Das ist schön. Wunderbar. 8 von 10 haben wir. Bin ich eigentlich, ja, bin ich zufrieden mit. Also hätte ich das im Abitur gehabt, wäre es großartig gewesen. Ja, das habe ich leider. 8 von 15 wäre noch gut gewesen. Ich glaube, ja, doch. In einem Fall habe ich sogar 8. Nein, natürlich in mehreren. Ja, Sport hat man 4-mal während der Oberstufe. Ja, in Sport habe ich, glaube ich, nicht einmal über 10 Punkte erreicht. Lass uns nicht über deine traurigen Sporterfahrungen sprechen. Das ist vielleicht besser, das zieht einen nur runter. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also wirklich, wirklich viel Spaß. Das war geil. Das können wir gerne wiederholen. Das waren gute Fragen. Das könnte man auf jeden Fall wiederholen. Ich bin sehr gespannt auf Freitag, wie gesagt. Da hört ihr unsere Fragen, die wir an den Buchcast Mafia gestellt haben, in dem Podcast auf Buchcast Mafia. Hört unbedingt rein. Genau, oder folgt uns schon mal auf Instagram und denen auf Instagram, weil bei einem wird auf jeden Fall irgendeine Information dazu kommen. Und ich hoffe mal, ihr von Buchcast Mafia konntet auch einiges lösen. Oder habt eventuell, wie wir gerade bei der 10. Frage, einen Lerneffekt gehabt. Schön ausgedrückt, oder? Das ist ja schön ausgedrückt. Auch so ein bisschen suffisant. Das ist wunderbar. Man kann natürlich von so einem gewissen Thron auch immer runterschauen. Ja, das Ding ist, sie haben jetzt zwar gesagt, vielleicht haben hoffentlich besser als wir. Vielleicht ist es auch einfach nur tief gestapelt. Sie haben übelst easy durch die 10 Fragen durchgerusht. Wir wissen ja auch noch nicht, wie die netten Kolleginnen vom Buchcast Mafia abgeschnitten haben. Das stimmt. Vielleicht haben die einfach alle 10 beantwortet. Das wäre hart. Wäre das Gelaber hier ein bisschen unnötig. Dann ziehe ich aber alle Hüte. Wie gesagt, Freitag kommt die zweite Runde von hoffentlich noch einigen Runden Quiz Battle. Den krassen Namen habe ich mir gerade eben spontan ausgedacht. Hammer. Heftig. Und das war das Quiz. Jetzt geht's hier weiter mit der Halbzeitpause und Melli. Ganz genau. Liebe Grüße von einem Ravenclaw und einem Slytherin. Willkommen zur Halbzeitpause und willkommen zu Mellis mahnendem Mittelfinger, heute mit Melli. Hallo, es ist jetzt die Überraschung, dass ich dieses Mal auch wieder mit dabei bin. Freust du dich, hier zu sein? Ich freue mich unfassbar, ich habe schon die ganze Woche darauf hingefiebert. Ich habe ein Thema mitgebracht, ein Thema, was ich wahnsinnig spannend finde und von dem ihr es jetzt zwangsläufig auch spannend finden müsst, weil ich sonst sehr, sehr traurig sein werde. Das kann ich euch vorher schon sagen. Also ihr müsst jetzt lächeln, ihr müsst es jetzt toll finden. Lächeln bringt beim Podcast relativ wenig. Aber fairerweise muss man sagen, desinteressiert sein bringt beim Podcast auch eher weniger. Also wenn du dich dann hinstellst und sagst, boah. Ich führe jetzt einen Monolog, wir diskutieren nicht, es wird ein Monolog. Habt da noch was zum Thema? Aber wird das heute eine kurze Runde? Schwierig. Wie viel habe ich? 3 Minuten? 4? Nein, also es 12. Geht. 12. Es geht ums Thema. Du guckst auf die Uhr, ne? Du hast eine Stoppuhr dabei. Quasi, ja. Die innere. Das ist die innere Uhr.
Also, es geht ums Thema Deepfakes. Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal mit beschäftigt habt, beziehungsweise Deepfakes, Schrägstrich CGI, weil es mir so ein bisschen darum geht, was mit dem Material, was da entsteht, letztendlich gemacht wird. Und zwar für diejenigen, die nicht wissen, was Deepfakes sind, also künstliche Intelligenzen, die sich sehr intensiv mit dem Bildmaterial einer Person auseinandergesetzt haben und dann diese Person praktisch kreieren können. Und wenn wir beispielsweise einen Film haben, kann da ein anderer Schauspieler draufgelegt werden und wir haben dann das Gesicht von einem anderen Schauspieler, zum Beispiel in Indiana Jones. So. Das sind Deepfakes, mit denen kann gearbeitet werden. Ich habe mir ein paar Videos jetzt angeschaut im Vorfeld zu dieser Sendung und ich muss sagen, ich war begeistert. Und zwar hat Jim Carrey zum Beispiel in Shining die Hauptrolle gehabt, was sehr, sehr schön. Amüsant war. Kann ich nur empfehlen. Toller Film, auch in dieser Variante. Ja, und der Punkt, den ich gerne diskutieren möchte, ist, nehmen wir an, auch gleich im Hinblick auf CGI, wo du wirklich Leute hast, die dann wiederbelebt werden in neuen Produktionen, obwohl sie vielleicht vor langer Zeit schon verstorben sind und dergleichen. Was haltet ihr davon, wenn Schauspieler, die nicht mehr unter uns weilen oder inzwischen viel, viel älter geworden sind, in Produktionen einfach auf digitale Weise wieder eingearbeitet werden? Ich habe da eine Meinung zu, ich würde aber gerne erstmal eure hören, bevor ich mich dazu äußere. Ja, schwierig. Also ich finde, es ist eine ganz schwierige Sache, weil du ja kein Einverständnis mehr von den Verstorbenen hast. Also ich weiß nicht, ob es ein, keine Ahnung, Orson Welles jetzt so witzig gefunden hätte, auf Al Pacino gepackt zu werden in Jack and Jill. Ich glaube, da würde er sich schon gegen wehren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine unendliche Möglichkeit, Sachen neu zu interpretieren oder ja einfach zu gucken, ey, wie wäre es denn, wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Das ist schon spannend. Also ich würde sagen, es kommt ganz stark darauf an, wie mit wem gearbeitet wird. Also wenn du einen überzeugten Antifaschisten hast und den in einen rechtspropagandistischen Film reinbaust, würde ich sagen, ist schon scheiße. Aber keine Ahnung, wenn du irgendeinen Typen hast, von dem du weißt, okay, der war irgendwie immer lustig drauf, war für jeden Spaß zu haben und den jetzt in irgendeinen Quatschfilm reinsetzt, weiß ich nicht. Also ich glaube, das muss man von Fall zu Fall beachten. Ich finde es auf jeden Fall unfassbar spannend. Ich finde es wahnsinnig kritisch, ehrlich gesagt. Also da würde ich mich an deinem ersten Punkt anschließen, aber vielleicht gebe ich die Frage erst nochmal weiter, bevor ich mich da jetzt genauer zu äußere. Ich glaube, da ist schon mal eine Gegenmeinung jetzt parat. Also du findest es spannend, du findest es kritisch. Ich würde sagen, es ist irgendwo dazwischen. Es kommt auf die Art und Weise an. Es gab vor, lass mich nicht lügen, Mitte 2019 muss es gewesen sein, mal die Idee, ich weiß nicht, inwieweit sie das umgesetzt haben, James Dean, kennt ihr den? Ja. Ich meine, der ist wann verstorben? Das in den 60er? Vor sehr langer Zeit verstorben, ist auch nicht alt geworden. Ein bisschen her, ja. Und es gab den Plan, ihn zu ersetzen, also ihn nochmal neu zu kreieren mit CGI oder mit Deepfake, was auch immer, und ihm quasi eine neue Hauptrolle zu geben in einem Film, der 2022 rauskommt oder so. Da muss ich sagen, das finde ich enorm kritisch. Auch, weil es ja tatsächlich Schauspieler gibt, die diese Rolle spielen könnten und man jetzt keinen nehmen muss, der 50 Jahre tot ist. Also es gibt ja Leute, die tatsächlich arbeiten für ihr Geld. Das finde ich absurd. Ich auch, ich bin Redakteur. Aber also das finde ich einfach dumm. Ich muss jetzt keinen wiederbeleben, der längst tot ist, für irgendeine Hauptrolle. Ich weiß auch nicht genau, wie das aussehen soll. Denn Schauspielerei ist ja was zutiefst Persönliches, wie du eine Szene interpretierst und spielst, das ist ja dem Menschen quasi vorbehalten. Also das kommt ja aus deinem Innersten, wie genau du das machst. Ich halte es für sehr schwer umsetzbar, das einfach jemanden quasi, also das Gesicht drauf zu packen und zu sagen, so spielt er jetzt diese Rolle. Auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, gerade in Star Wars wurde es zweimal gemacht, da haben sie einmal Prinzessin Leia für eine 8-Sekunden-Szene quasi nochmal neu, wie nennt man das denn? Neu animiert? Auf eine Schauspielerin gepackt. Und einmal Peter Cushing, den großen Peter Cushing. Sehr markantes Gesicht, eingefallene Wangen und so, großartiger Schauspieler damals, inzwischen dann gestorben. Und den haben sie auch nochmal wieder geholt. Er hat sogar 2, 3 Sätze gesagt. Da haben sie jemanden geholt, der ihn halt synchronisiert und ihn dann animiert. In beiden Fällen hast du gesehen, das ist nicht die tatsächliche Person. Also es gab so, ich sag mal, Kleinigkeiten, wo du gemerkt hast, oh, da ist irgendwas off. Aber in beiden Fällen fand ich es ganz fantastisch, weil das tolle Hommagen waren an die Schauspieler und deren Leistung und an die Rollen, die sie gespielt haben. Und das fand ich völlig in Ordnung. Das fand ich sogar ziemlich, ziemlich cool.
Ich kann den Punkt nachvollziehen, aber ich glaube, es ist so eine Entweder-oder-Position, die man da irgendwo einnehmen muss, weil wo ziehst du die Grenze? Ich meine, ich bin Schauspieler, gebe ich meine Rechte danach ab, wenn ich jemals irgendwas gespielt habe und sage, okay, ich kann jetzt jederzeit wiederbelebt werden, kann in irgendwelche Filme gepackt werden, wo ich eben nicht weiß, ob ich Lust darauf gehabt hätte oder nicht. Klar, bei Star Wars kann ich es nachvollziehen. Das ist eine Ära, die da irgendwo geschaffen worden ist und auch die Fans freuen sich darüber, wenn mein Charakter dann in irgendeiner Art und Weise wieder auftreten kann. Aber gleichzeitig ist das ja ein Fass ohne Boden. Also ich kann ja nicht, wenn ich versterbe, dann gehen die Rechte ja wahrscheinlich, an wen gehen die Rechte? An meine Erben? Ich glaube, ja. Und die können dann letztendlich entscheiden, ja, okay, in der Rolle spielen die mit, spielt derjenige mit oder nicht. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie es bei James Dean ist. Da, ich meine, wem gehören die Rechte an seinem Bild, an seiner Person? Wenn ich sage, ich gebe dem eine komplett eigene Rolle, schwierig. Gleichzeitig könnten meine Erben dann ja, wenn die Geld brauchen oder Gott weiß irgendwas, auch sagen, ja, cool, ich pack's jetzt mal in Porno rein oder irgendwas in diese Richtung. Das ist ja wirklich, da kann alles passieren. Und deshalb kannst du schlecht sagen, okay, für das und das ist es in Ordnung und an der Stelle nicht, weil dann muss man ja irgendwo Grenzen setzen, also auch rechtliche Grenzen setzen, damit das machbar ist. Schon auf der anderen Seite gibt es dann ja auch so, ja, so ein Mischmasch oder eine Sache, die schon sehr in die Richtung geht, wenn du jetzt zum Beispiel durch einen lebenden Schauspieler eine bereits verstorbene Person darstellst, wie zum Beispiel in Doctor Who, hier, wie heißt der denn hier? Nicht Ludwig van Beethoven, der Maler, der sich das Ohr abgeschnitten hat. Van Gogh, Vincent van Gogh, der da eine zutiefst emotionale Szene hat und bei dem du jetzt nicht weißt, okay, hätte der das jetzt so pralle gefunden? Also, vielleicht muss man da dann auch nochmal das Fass in die Richtung aufmachen, dass man sagt, okay, darf man überhaupt Leute darstellen, in eine Situation bringen, ohne dass die dagegen was sagen können? Weil im Endeffekt hast du da ja, ob du ihn jetzt animierst oder ob du Van Gogh da jetzt als mit einem lebendigen Schauspieler darstellst, macht für ihn ja eigentlich keinen Unterschied. Ja. Da würde ich kurz reingehen. Das geht ja in jede Richtung, also jedes Biopic ist ja im Grunde so. Michael Fassbender hat Steve Jobs gespielt, Taron Egerton hat Elton John gespielt. Manchmal sind die Leute da noch dabei, wie bei Elton John, in anderen Fällen aber auch nicht. Und die stellen dann auch durchaus kritische Szenen nach über diese Person. Ich meine, bei Steve Jobs war es so, der war da schon gestorben. Michael Fassbender hat ihn gespielt. Und in einem Film, also selbst ein Biopic hat ja durchaus erfundene Sequenzen, um die Dramaturgie ein bisschen flüssiger zu machen. Und auch da wird es ja mit Sicherheit Szenen geben, die so nicht passiert sind und die wahrscheinlich aus gewisser Perspektive kritisch zu bewerten sind. Dann müsstest du das ja auch immer lassen. Aber wir nähern uns dem Ganzen jetzt aus einer ganz anderen Richtung, ne? Also wenn wir sagen, wir haben Van Gogh in diesem Film als Figur oder als Charakter, dann geht es ja auch darum, dass er dargestellt wird. Und wenn James Dean jetzt eine Hauptrolle in einem Film übernimmt, spielt er ja nicht sich selbst, sondern wird einfach als Schauspieler eben in einen anderen Film reingepackt. So, also klar, da Biopics sind nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Da werden irgendwie historische Dinge dargestellt oder irgendwie die Vergangenheit meinetwegen auch nochmal überspitzt dargestellt. Aber meine Fähigkeiten als Schauspieler an anderer Stelle nochmal einzusetzen, finde ich irgendwie nochmal eine andere Nummer. Und das Problem an der ganzen Sache ist eben genau das, was du schon gesagt hast. Also, wofür brauchen wir noch Schauspieler, wenn wir sagen können, okay, wir haben die Alten auf technische Art und Weise jederzeit wieder da. Wir können Audrey Hepburn wiederbeleben, wir können eine Marilyn Monroe wiederbeleben, wir können Doris Day wiederbeleben. Wofür brauchen wir denn überhaupt aktuell noch Schauspieler? Weil die Technik uns da so weit voraus ist, dass wir eigentlich in Zukunft nur noch Filme machen können mit Leuten, die im Grunde schon verstorben sind. Das ist tatsächlich, um da ganz kurz einzuhaken, der Punkt, den ich da fast am kritischsten sehe, weil du dadurch ja auch verhinderst, dass neue Talente und neue Künstler einfach das Licht der Welt erblicken, sage ich mal, ganz pathetisch jetzt. Das wäre ein großer Blocker für Neulinge. Das fände ich echt problematisch. Einmal würde ich noch mal sagen, ich glaube, Biopic und dieses Deepface-Acting, was immer das ist, sind zwei Seiten, aber von der gleichen Medaille. Ich glaube, beides spielt grundsätzlich in die Persönlichkeitsrechte rein. Also ich würde das nicht komplett getrennt voneinander betrachten. Ich glaube aber auch, generell sollte man dieses Technik-Ding ja kritisch bewerten. Es gab mal einen Nike-Spot, ich glaube, es war Nike, der war ganz fantastisch. So ein animierter Kurzfilm im Grunde, wo dann die perfekten Fußballer irgendwie die Erde übernommen haben. Es war ein bisschen strange. Und weißt du, die machen keine Fehler und so und bla. Und dann haben Es geht sich auch aber. ein bisschen in Richtung Detroit Become Human. Ja, mag sein. Wie auch immer.
Zumindest, die machen keine Fehler, ne? Das ist der saubere, langweilige Fußball, aber das ist halt einfach perfekt. Aber da fehlt dann das, was die Werbeträger von Nike in dem Fall mitbringen. Keine Ahnung, wer es damals war, Ibrahimovic, Ronaldo, sonst wer. Die noch zaubern können, die improvisieren können, die halt Fehler machen, aber dadurch halt auch besonders werden. Und ich weiß nicht, wie das mit Deepfake ist. Also wenn James Dean jetzt die Hauptfigur ist, werden sie ihn ja nicht komplett animieren. Das wird ja wahrscheinlich ein Schauspieler übernehmen und dem setzen sie dann das Gesicht auf. Das ist die Technik im Moment, ne? Also aber so schnell, wie das momentan fortschreitet, weiß ich gar nicht, ob das so bleibt oder ob sie das irgendwann in der Lage sind. Das ist ein bisschen, das geht fast so in Richtung Motion Capturing. Ich glaube, so ist es aktuell am einfachsten. Und dann ist es ja doch irgendwie wieder ein Schauspieler dahinter. Die Frage ist, kann ich dem dann Oscar überreichen oder überreiche ich dem James Dean, weil das Gesicht drauf ist? Ja, zum einen das und zum anderen, du weißt halt nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Also das kann jetzt vielleicht noch für 5 Jahre ein Schauspieler sein. In 10 Jahren brauchst du vielleicht gar keinen mehr dafür. Aber wisst ihr, was ich einen interessanten Gedankengang an der ganzen Sache fand, war, wenn ich mir zum Beispiel eine Blu-ray hole und es eine verschiedene Varianten gibt, also man kann sich, also dadurch, dass ich, wie schon gesagt, Shining mit Jim Carrey, wo du dann wirklich überlegen kannst, welchen Schauspieler würde ich gerne mal in welcher Rolle sehen, wer würde mir da jetzt besonders gut gefallen, dass du dann vielleicht eine Blu-ray kaufst, wo alle möglichen Varianten drauf sind oder wo du frei entscheiden kannst, ob du, keine Ahnung, Ryan Gosling auf einmal in Greatest Showman haben möchtest oder sowas. Das wäre vielleicht damit sogar möglich. Also ich gebe uns noch 3 Jahre, dann gibt es einen Website-Generator, wo du genau sowas hast. Du hast ikonische Szenen und kannst dir dazu einfach irgendeinen Schauspieler aussuchen, also, der darüber gelegt wird. Wenn das ein YouTube-Clip ist, finde ich das mega geil. Weil das gibt's ja teilweise schon, du kannst ja, keine Ahnung, eingeben, Idris Elba auf der Titanic oder sonst wie. Ryan Gosling, Greatest Showman, wäre wahrscheinlich deutlich besser als Zac Efron. Aber ich hatte ihn jetzt eigentlich in der Rolle von Hugh Jackman gesehen, aber nee, okay. Hugh Jackman ist geil. Ich halte es für komischer, wenn das tatsächlich im endgültigen Film der Fall ist. Ich finde, Kunst sollte irgendwann so mehr oder weniger in Stein gegossen sein, zumindest was solche Filme angeht. Dann da quasi noch durch so ein Videospielmenü zu switchen, wo du zwischen 100 Charakteren wählen kannst, die du quasi für deine Hauptrolle jetzt besetzt. Und dann nimmst du irgendwie Naomi Watts, die dann Luke Skywalker spielt oder so, und du spielst da ein bisschen rum. Das könnte witzig sein, macht aber, glaube ich, am Ende den Film kaputt. Auch nochmal, um zu dieser KI-Sache zu kommen, dann gehen ja natürlich auch Sachen verloren, was Leute improvisieren, ne? Also die großen Schauspieler, DiCaprio, der bei Django Unchained auf diesen Schädel da haut und sich die Hand blutig haut und so weiter. Alles, was irgendwie tatsächlich dann mit Improvisation zu tun hat, ist dann natürlich weg, und ich glaube, da würde sehr, sehr viel wegfallen, wenn das alles zu glatt gebügelt, zu technisch wird. Das ist die Frage, ob sie das nicht sogar opfern würden, das weiß ich nicht. Das fände ich persönlich unfassbar schade. Und das ist das, was einem Werk Ecken und Kanten geben kann, aber auch irgendwo unerwartete Momente kreiert. Auch Charme, und dann guckt halt irgendwer mal in die Kamera oder so, aber das gehört halt alles dazu. Also ja, auch Fehlerchen sind halt schön, die die Schauspieler machen. Vielleicht ist es ja sogar diese Variante, mit denen ich kann aussuchen, welcher Schauspieler das spielt. Vielleicht ist das noch nicht mal da zu Ende. Vielleicht kann ich auch sagen, ich möchte diese Hauptrolle spielen und kann mich vorher einmal abscannen lassen in der Variante. Und dann das halte ich für machbar, wenn es wie im Videospiel gemacht ist. Also dass der Film ist wirklich darauf ausgelegt zu sagen, okay, du bist der Protagonist, wir scannen dich ein, wie auch immer das funktioniert, ob das jetzt in so einem 3D-Scanner-Ding da ist oder sonst wie. Das fände ich cool, aber nur wenn es von vornherein darauf ausgelegt ist, dass du es bist. Das finde ich ziemlich aber geil. Also da haben wir doch jetzt die ersten Schritte auch mit Netflix schon getan. Wenn ich mir das Bear Grylls-Ding angucke, Into the Wild, oder auch diesen einen Film mit dem Schauspieler aus Wir sind die Millers, wo du wirklich quasi aus der Ego-Perspektive diesen Film erlebst und selber entscheiden musst per Knopfdruck, wie geht jetzt die Story weiter, wie entscheidet sich mein Charakter? Kenne ich nicht. Gab's ein paar interaktive Sachen bei Netflix. Bandersnatch, glaube ich, heißt das. Ehrlich gesagt auch nicht, aber von Büchern kennt man es, eine andere Variante, wo auch, du eine Geschichte genau hast, wo du immer in der Geschichte entscheiden kannst, wie geht's weiter und welche Variante möchte ich haben, und je nachdem variiert halt auch das Ende. Hat mich so immer relativ stark abgefuckt, weil ich am Ende doch alles gelesen habe. Ich bin ja nicht dumm, ich will ja alle Seiten lesen, wenn ich so ein Buch kaufe. Das heißt, du hast alle Varianten durchgeschaut, um im zu gucken, im Grunde habe ich könnte meistens einmal von vorne bis hinten gelesen, und es war mir einfach scheißegal. Aber dieses... Oh. Das nimmt dem Ganzen ja schon den Charme auch, ne?
Ja, aber du hast ja dann auch nur noch von den 600 Seiten des Buches so 200 für deinen Storyteil. Ja, oder du liest halt einfach, du gehst verschiedene Wege. Ach, Wege, Schmäge, sag ich immer. Aber in dem Punkt nochmal einzugreifen, ich habe das vor kurzem gesehen, es ist mir als Werbung angezeigt worden. Jetzt fragt nicht, warum mir das als Werbung angezeigt wird, aber Bibi und Tina, es gibt wohl scheinbar so Comics, wo man sich selber einbauen lassen kann. Also wenn man das einem Kind schenkt, was ein großer Bibi und Tina-Fan ist, kann es halt mit Bibi und Tina diese Abenteuer erleben. So, und das finde ich ehrlich gesagt, also ich hätte mich da so mit 8 richtig drüber gefreut, wenn ich sowas bekommen Kinder hätte. Kinder ziemlich geil. Ist geil. Also was, mir wurde solche Werbung auch vorgeschlagen, nicht Bibi und Tina, sondern so eine Art Superhelden-Comic, wo dein Haustier der Protagonist ist. Boah. Kannst du ein Bild von deinem Haustier hinschicken, dann wird das da gezeichnet. Das finde ich auch total geil. Rosi könnte super Wabbit sein. Das wäre super, ja. Das wäre cool. Sie hätte sich gefreut. Ja. Ja. Also das war mein Beitrag zu der ganzen Sache. Ich weiß nicht, vielleicht, wir müssen schauen, was die Zukunft bringt in der Hinsicht, technisch. Das ist ein schönes, leeres Zitat. So. Ja, vielleicht aber es stimmt halt auch. So, wir können es nicht beeinflussen, außer durch unsere Kaufentscheidung. Eben, wir können es nicht beeinflussen. Ich bin immer dafür, dass wir die lebenden Schauspieler in die Sachen mit einbeziehen und die Toten einfach tot sein lassen. Irgendwo in irgendeiner Variante. Außer aber sowas wie Star Wars eben danke, so als danke. Tribute. Können danke. Wir das war jetzt nochmal für dich. Tribute sowieso, aber auch von mir aus auch für Specials. Aber nur Sachen, die dazu sind quasi, als Bonus und nicht keine irgendwie neue ersetzen. Welt erschaffen damit. Ja. Das wäre das Fazit, was wir hier ziehen könnten. Und dann blicken wir gespannt in die Zukunft. Wir sind zurück mit unserer sequentierten Serienbesprechung oder so ähnlich. How to Sell Drugs Online Fast Staffel 2. Die zweite Episode ist am Start. Und da gehen wir gleich mal rein, denn der Name ist Where Do You Want to Go Today? Geschrieben ist die Folge von Nathalie Thomas, Philipp Gesbora, Mats Frei, Stefan Tietze und Sebastian Colli. Nathalie Thomas steht in dieser Folge an erster Stelle, was letztes Mal nicht so war, glaube ich. Der DOP ist Jakob Bäuerle, die Musik macht wieder Konstantin Gropper und Ziggy Ziggy. Vollfax macht Julian Schneef, mit auch den Credits und die Regie macht ein weiteres Mal Mia Spengler. Jetzt du. Ja, wir sehen einen hektischen Mo, der Drogen von oben, nachhaltet euch fest, unten räumt. Das ist, Krisenmodus wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob du deine Zeit nicht vielleicht für was anderes hättest investieren sollen, als von oben nach unten räumen. Aber gut, es scheint ja vorerst zu funktionieren. Hektisch insofern, weil wir am Ende der letzten Episode mitbekommen haben, dass Lisa bei ihm einzieht. Da ist er ins Haus gesprintet, um seine Drogen zu verstecken. Und jetzt wird der Cliffhanger aufgelöst. Na, komme ich gegen Ende zu, wie genau ich das finde. Erstmal finde ich es so mittel. Aber der Cliffhanger war folgender. Am Ende der ersten Staffel hat Lisa die Drogen gesehen auf seinem Nachttisch. Das wurde in der ersten Episode der zweiten Staffel nicht angesprochen. Aber in diesem Fall sagt Mo dann, also wir bekommen den Blick zurück und Mo sagt, dass es Dance-Drogen war. Das dauert noch, bis wir da hinkommen. Das ist noch nicht der Anfang. Bei mir ist genau das steht hier. Dazwischen scheint nichts Relevantes passiert zu sein. Zum Beispiel die Tatsache, dass er Mo auf einmal in Unterhose in seinem Zimmer steht, während Lisa reinkommt und ihm sagt, naja, also in der Beziehung ist man schon manchmal nackt voreinander. Den Dialog fand ich jetzt nicht schlecht. Weil das tatsächlich auch das Erste war, was ich mir dachte. So, das ist deine Ausrede. Generell. Ich hab nichts an. Ja, also wenn deine Mutter klopft, sag ich nichts. Aber es ist deine Freundin. Generell würde jemand anhalten, also wenn ich irgendwo reingehe und jemand sagt Stopp und ich bin mit dem zusammen, weiß ich jetzt nicht, ob ich dann anhalten würde und nicht reingehe. Naja, kommt drauf an. Je nachdem, wie lange du die Person aufhalten willst. Für ein paar Sekunden, dann sagst du Stopp, ich stehe direkt hinter der Tür. Aber das verschafft dir jetzt nicht so wirklich den großen Zeitraum. Ich fand die gesamte Situation sehr, sehr weird. Ich fand's ganz lustig. Weil er dann halt wirklich einfach in seinem Schlüpper da stand und sah einfach affig aus. Kam nicht an bei mir, nee. Dazu kommt dann noch ihre Aussage, während sie da auf dem Bett kuscheln, du bist gerade der Einzige, dem ich vertrauen kann, während er literally weniger als eine Minute vorher noch sein Lügengebilde aufrechterhält. Das hat mir einen kleinen Stich versetzt. Und dann kommt eine schöne Kamerafahrt. Dann kommt eine sehr schöne Kamerafahrt. Denn wir sind quasi erstmal in der Gegenwart bei den beiden, gehen dann unters Bett zu den Drogen.
dann zu den Drogen auf dem Nachttisch am Ende von Staffel 1 und dann zu Mo am Ende von Staffel 1. Alles in einem Cut. Ja, dann kommt das, also Mo schiebt es auf Dan, sagt, der war im Drogensumpf und Mo hat ihm nur geholfen, das sind alles Dans Drogen und Mo hat ihn aber rausgeholt da und lügt, also wir haben gerade gesagt, ne, sie liebt Mo so sehr, weil sie ihm vertrauen kann und Mo lügt ihr halt ins Gesicht. Und es ist schon eine verdammt dreiste Lüge. Und vor allem sehr schlecht. Also ich halte Lisa für einen recht cleveren Menschen und sobald Mo lügt, kann Mo keinen mehr angucken, guckt panisch blinzelnd im Raum herum. Und er ist halt super neurotisch dann. Also er wird hektisch und redet ganz, ganz abgehackt und ja, komisch, er ist ein schlechter Lügner. Also mich würde es nicht wundern, wenn Lisa es demnächst erfährt und dann sagt, ja, ich weiß es halt, ihr seid ein paar Monaten, weil das nehme ich ihr nicht so ganz ab. Also es kommt gleich noch, wie sie sich da rausredet und so von wegen, wer hätte das ahnen können bei so einem Nerd, Ich nehme mir das trotzdem nicht ab, dass sie die Lüge jetzt einfach kauft. Ja, weiß ich nicht. Sie unterschätzt ihn ja immer noch sehr. Das haben wir ja auch aus der ersten Staffel noch erfahren. Und wenn sie da wirklich gar keine Ahnung hat, dann finde ich das nicht komplett unrealistisch. Und dann ist sie kein guter Menschenkenner, weil er verhält sich schon sehr viel anders als vorher. Ja, sie hat sich, gut, du darfst doch nicht vergessen, sie war auch ein Jahr lang weg, ne? Und er sagt ja auch so, ja, ich habe mich ja auch verändert. Also das finde ich jetzt noch nicht so unrealistisch. Dazu finde ich das halt sehr witzig aufgegriffen, dieses, ja, seid mal ehrlich, hättet ihr jetzt gedacht, dass das Ecstasy da dem Typen gehört? Ich meine, ich finde das mit dem Cliffhanger trotzdem, also für mich persönlich hätte man es in Folge 1 aufgreifen müssen. Dagegen spricht, dass die Folge ja zum Bingen, glaube ich, rausgekommen ist. Ja. Dass man alles am Stück schaut, das haben wir nicht gemacht. Dennoch fühle ich mich in meiner Ansicht bestätigt, dass sie einen krassen Cliffhanger hatten. Einfach nur, um einen Cliffhanger zu machen, ohne jede Ahnung, wie sie da jetzt rauskommen sollen oder wie sie weitermachen und den jetzt im Grunde einfach zurückgerudert haben und den wieder auf Null zurückdrehen. Ganz auf Null ist er natürlich nicht zurückgedreht, aber ich finde es persönlich jetzt ehrlich nicht schlimm. Ich schon. Ja, also die Folge hat mich recht aggressiv gemacht teilweise. Nö, kann ich so nicht bestätigen. Wir erfahren mal so eben nebenbei, dass sich Lisas Mutter Überdosis gegeben hat. Ob bewusst oder unbewusst, wissen wir nicht. Ja, da bin ich dann tatsächlich ausnahmsweise bei Mo, der am Überlegen ist, soll ich es ihr jetzt sagen? Ich will es ihr gerne sagen. Ja, solltest du. Hättest du schon längst tun sollen, aber in der Situation jetzt vielleicht eher unangebracht. Also da bin ich ausnahmsweise mal bei ihm. Nee, jetzt nicht. Ist eine schwierige Gretchenfrage, oder? Generell mag ich das, wenn das aufgegriffen wird in Filmen und Serien. Allein dieses, mach's viel simpler. Jemand will Schluss machen, aber die Person hat Geburtstag. So, kannst du mit der Schluss machen? A, du versaust ihren Geburtstag von vorne bis hinten und wahrscheinlich auch die Wochen danach. B, ist es besser, wenn du es nicht sagst und ihren schönen Geburtstag machst? Dieses ganze Sagen, Situation, ich passe das daran an, finde ich immer recht spannend, wenn das aufgegriffen wird. Ja, ich finde es meist eher unangenehm, wenn ich sowas anschaue tatsächlich. Deswegen bin ich immer froh, wenn sowas dann vorbei ist. Aber die Gedankenspiele sind schon spannend. Und dann kommt unser Intro, zum zweiten Mal ohne diese Postsequenz davor. Das finde ich auch völlig okay, weil das haben sie in der ersten Staffel gemacht, dass immer dieses Drogen in Briefkasten und dann kommen die irgendwo an und krasse Nacht erlebt und so, krass. Brauche ich aber für die zweite Staffel jetzt nicht unbedingt. Nee, der Mini-Arc war ja im Grunde auch erledigt, dadurch, dass die letzte Packung halt an Gerda ging, die sich dann abgeschossen hat. Ich finde, das hat so eine eigene Geschichte erzählt, die auch vorbei ist. Finde ich schön, dass sie das dann, solange es noch cool war, auch dabei belassen. Genau. Und ja, dann nimm du deinen Polizisten wieder. Florentin! Ich freue mich einfach jedes Mal wieder. Ja, Kommissar Krämer? Krämer, glaube ich. Ich glaube, ja. Er sitzt in seinem Büro an seinem Windows XP-Computer. Und ein erschreckend steriler Desktop. Also komplett, da ist ja nichts drauf. Er hat den Internet Explorer, den Papierkorb und noch irgendwas. Es ist das halt war's. Nicht, ja. Sieht aus wie, okay, den hast du jetzt gerade frisch gekauft. Und selbst dann hast du ja eigentlich noch andere Programme drauf. Aber weil er Beamter ist, geht er natürlich auf seinem Windows XP-Laptop auf den Internet Explorer. Also das passt alles sehr gut zusammen. Und wir bekommen zumindest so einen kleinen Catch-up, was die Polizisten bisher wissen über MyDrugs. Sie wissen nicht viel. Zum Beispiel, dass es absolut keine Sicherheitslücken gibt. Also wurde das mal erklärt, warum? Die Warum gibt es keine Lücke? Also sind die so gut im Programmieren? Und warum ist niemand anders auf der Welt so gut? Naja,
weiß ich nicht, aber es ist scheinbar so, dass die wohl sehr gut sind. Das ist ja erstmal schon beeindruckend. Die Polizei kennt die Verbindung zu Buba, erfahren wir, dass der sich mit der 3D-Pistole umgebracht hat, wohl anscheinend. Dass die 3D-Pistole dabei komplett zerstört wurde? Genau, Fingerabdrücke gab es auch nicht. Kameraaufnahmen sind, also es gab Kameras, wir wissen aus der ersten Staffel, die hat auch rot geleuchtet, aber die Aufnahmen sind irgendwie verschwunden. Ja, das werde ich später aufgreifen, was da meine Theorie ist, denn wir wissen, die Kamera hat aufgenommen und sie hat das Geschehen auch aufgenommen. Ja. Wissen wir aber die Hauptcharaktere nicht. Und der Laptop, den Buba hatte, der wurde komplett formatiert. Genau. Könnte man jetzt auch zurückverfolgen, wer da alles dran war seitdem, aber naja. Ja. Schön finde ich, dass sie davon ausgehen, dass es 20 bis 30 Täter in einer Clan-Struktur sind. Denn siehst du, während er das sagt, die drei auf dem Moosbett sitzen und dann ganz amateurhaft die Sachen zusammenpacken und mit Etiketten ausdrucken und hast du nicht gesehen. Schön. Ja. Die Szene, ich fand viele Szenen komisch in der Folge. Also alleine, dass Lenny erstmal Frikandelfresser sagt. Ja, das habe ich auch nicht gefeiert. Also, nichts gegen Frikandel. Frikandel sind super. Und ich habe ja auch nur geschrieben, Diggi, zügel dein Mundwerk. Sie haben sehr große Angst. Lenny hat sich einen Schlagstock geholt, weil er mit Schusswaffen schlechte Erfahrungen gemacht hat. Fand schön. Ich sehr süß. Vor allem der Typ im Rollstuhl. Also, ich will mir selber nicht zu viel zumuten, aber ich also könnte wahrscheinlich einen Typen im Rollstuhl überwältigen, auch wenn er einen Schlagstock hat. Kann man von ausgehen. Trotzdem nett. Vor allem, dass die klopfen an der Hintertür. Die Holländer kommen. Was ruft Dan? Die Holländer? Irgendwas ruft er aus. Ja, irgendwas in die Richtung. Sie haben sehr, sehr viel Angst. Aber es ist nur Lisa, die klopft. Und die sagt, seid ihr nicht zu alt zum Gruppenwichsen? Das ist ja auch schon, so kann man auch mal einen Raum betreten. Das ist schon nicht nett. Nicht nett, aber ich finde sie tatsächlich sehr locker und cool. Viel besser ist, dass Lenny sich quasi die Drogenpakete ineinander in den Pulli stopft, weil die runterrutschen, quasi das Kissen noch drüber legt. Und also nachdem sie gesagt hat, seid ihr nicht so alt zum Gruppenwichsen, sitzt Lenny quasi im Raum und legt das Kissen über seinen Schoß. Also schon schwierig und vor allen Dingen guckt Dan auch wirklich wie ein D zu. Also das bringt kein Wort raus und starrt sie einfach nur an, wie bekloppt. Und wir haben vorher schon, also Mo sagte ja vorhin, Dan ist ja eh komisch zu dir, ne? Liegt daran, dass er Drogen vertickt hat und so, ich helfe dem. Und jetzt sitzt Dan da halt. Und ganz kurz, bevor sie reingeht, wirkt er noch ganz hysterisch und sagt, die Handschuhe. Das ist schon schön. Ich mag den Schauspieler sehr gern. Ich mag Dan in dieser Staffel unglaublich gern. Ja, absolut. Das ist sehr stark. Lisas Acting finde ich sehr stark, weil sie die Awkwardness so gut auffängt. Sie ganz ruhig anguckt und dann, ich gehe dann mal wieder, ne? Weil sie merkt, schön, dass sie fehl am Platz ist. Sie weiß nicht, was da getrieben wird. Sie will es aber auch gar nicht wissen. Ich gehe dann mal wieder. Tschüss. Ja, und dann schlägt Dan vor, naja, wir könnten es ja auch bei mir zu Hause abpacken. Und Mo wird wieder zu dem Ultra-Arsch und scheißt ihn so zusammen. Ich mir denke, Alter, wo ist denn dein Problem? Ich meine, es ist offensichtlich nicht der sicherste Ort bei einem Polizisten zu Hause, wo Leute ein- und ausgehen können, wo jeder weiß, sowohl Buba wusste, wo er wohnt, als auch die Frikandelfresser, wie der gute Danny sagen würde. Es ist schon nicht so blöd von Dan zu fragen, ey, wollen wir das bei mir machen? Da ginge es auch. Und das ist ein Riesenhaus. Also Dan hat halt Kohle und ein Riesenhaus. Und die Eltern scheinen sich einen Scheißdreck um ihn zu kümmern. Also das ist eigentlich optimal. Aber das ist auch nicht das erste Mal in dieser Konversation allein, denn am Anfang hat Dan schon ein Tarnbusiness vorgeschlagen. Auch da ist Mo sofort dazwischen. Du hast ja keine Ahnung, halt die Klappe. Also Mo ist einfach ein kolossales Arschloch aktuell. Ja, also ich glaube, die CEO-Rolle bekommt ihm so gar nicht. Nee, und vor allen Dingen, ja, mag ja sein, dass er CEO ist, aber das heißt doch nicht, dass du alles alleine bestimmen musst. Also nimm doch gute Vorschläge an. Er ist kein Fan von Dan, kann man, glaube ich, festhalten. Nee, aber ich weiß nicht, er muss sich vielleicht so langsam mal darüber klar werden, dass der trotzdem mit drin hängt. Egal, ob er das jetzt will oder nicht. Und dann sollte er auch das Beste daraus machen. Apropos mit drin hängen. Noch weiß keiner, dass Kira mit drin hängt. Abgesehen von Lenny, der Kira informiert hat. Und die chillen jetzt bei ihm zu Hause und hacken das Smart Home der Nachbarn. Wo ich mir nur dachte, ich möchte nie ein Smart Home haben. Das ist ja gruselig bis zum Gehtnichtmehr. Ja, und so wie sie sagte, ging es auch nicht so ultraschwer. Was richtig ist, weil wenn du das Passwort hast, dann
Und sie schaut, drin. Also sie macht ja nicht nur Musik an und Lightshow und so mitten in der Nacht, um dir zu nerven, klar. Aber sie schaut ja auch die Kameras an. Ja. Das finde ich so unglaublich gruselig. Also, ja, das ist, es ist gruselig. Deswegen sollte man sich immer bewusst sein, was du mit dem Gerät machen kannst, was du zu Hause hast, können potenziell andere auch. Das ist halt immer das, was man dabei beachten sollte. Ich weiß nicht mehr den Anfangssatz von Kira, aber sie sagt ja irgendwie, die Leute haben Überwachungskameras, aber das Smart Home, bla bla, oder das Passwort verschlüsseln sie nicht oder irgendwie sowas. Ich fand die Wortwahl Überwachungskamera interessant, rein vom Wording her, weil wir das ja davor durchaus hatten mit Überwachungskamera. Stimmt. Ich kann mir keinen inhaltlichen Zusammenhang bilden, aber eigentlich macht man das nicht zufällig, dass man Wörter benutzt, die vorher relevant, plotrelevant waren. In dem Fall beginnt sie quasi gleich mit Überwachungskamera und ganz einfach zu hacken. Wie gesagt, ich sehe noch keinen großen Sinn, aber das ist durchaus aufgefallen, dass sie das Wort benutzt hat. Okay, dann gäbe es ja fast schon zwei Möglichkeiten, wie die Aufnahmen davon gestohlen sind. Genau, also es hätte andere Wege gegeben für diesen Dialog, als dieses Wort zu benutzen. Deswegen, es fiel irgendwie auf. Mir nicht, aber das heißt nicht unbedingt was. Kira nimmt Lennys tödliche Behinderung irgendwie sehr witzig hoch. Ja. Sie macht sich sehr sympathisch drüber lustig. Ist nie gemein dabei, nie richtig gemein. Nee, es ist immer mehr so auflockernd. Ich glaube, ja, insofern auflockernd, dass die meisten halt wahrscheinlich eher mitleidig reagieren oder abweisend und sie anders darauf eingeht und sich im Spaß so ein bisschen drüber lustig macht und so, du kannst halt nicht gehen und Ja, was ich aber gut finde, das ist die, also für mich persönlich auch die einfachste Art und Weise, mit schweren Schicksalsschlägen umzugehen. Du kannst es eh nicht mehr ändern, dann kannst du wenigstens drüber lachen. So. Die beiden sind süß. Ja. Also was sie tatsächlich sagt, ist so dieses, er hat Angst, dass er stirbt, wenn er jetzt mit zu den Holländern fährt. Und sie sagt, naja, das macht jetzt so lebenszeittechnisch auch nicht so einen Riesenunterschied, wenn du jetzt morgen stirbst. Also, seien wir mal ehrlich. Schön. Schön witzig. Apropos Holländer. Ich liebe die Holländer. Das stimmt. Schön finde ich, wie Lenny morgens dann mit dem Auto vorfährt und einfach eine dicke, schutzsichere Weste hat und sagt, ja, komm mit zum Schlagstock. Ja, sicher. Und schreit dann noch, Mann, ich will heute nicht sterben. Und Mo wischt sich mit einem Finger die Spucke aus seinem Gesicht. Ich liebe diese kleinen Nuancen. Und er wird halt super hysterisch, weil Kira ihm vorher schon angedeutet hat, ja, okay, wenn du dann lebendig wieder nach Hause kommst, ich werde wohl mit dir schlafen. Und daraufhin siehst du ihn halt nur mit der schutzigeren Weste. Er will nicht jetzt sterben. Der Supercut, denn wir müssen irgendwie die Zeit überbrücken von Bonn, von Rinseln bei Bonn zu Rotterdam. Wir sehen die Holland-Autobahn, wir sehen da Tulpenfeld. Denn natürlich muss im Reise-Supercut ein Tulpenfeld sein, wenn man nach Holland fährt. Und wir sehen Radwege. Was ich unpassend fand, denn danach wird der Autoschlüssel rausgezogen und sie werden ja nicht mit dem Auto auf dem Radweg gefahren sein. Aber ist mir nicht aufgefallen. Holländer fahren oft mit der Rad, deswegen nicht bestimmt in Ordnung. die Szene, ich liebe die Holländer. Die Szene ist großartig. Ja. Lenny hat ganz unauffällig die Schutzweste jetzt unter seiner Sweatshirtjacke. Sieht dadurch auffällt. Aus, als wäre er komplett aufgepumpt und irgendwo bei 400 Kilogramm Gewicht. Und hat die auch so hochgezogen. Also, so wie es aussieht, habt ihr eine ganz schwere Schutzweste unter der Sweatshirtjacke. Also, ihr seht so unnormal aufgeblasen aus. Das ist ein kleiner Michelin-Mann im Rollstuhl. Das habe ich sehr gefeiert. Dieser ganze Pitch hat krasse die Höhle des Löwen oder der Löwen-Vibes. Ja, in dein Startup werde ich nicht investieren. Das ist so geil. Das kam total unerwartet, aber haben sie sehr schön gemacht. Mo, der Champion, der CEO, hat seine Doggy-Idee. Doggy-Style-Mix. Okay. Doggy-Mix. Doggy-Style-Doggy-Mix. Möchte irgendwie Hunde-Sachen verkaufen. Ja, keine Ahnung. Leckerlis, Hunde-Ernährungskram. Kommt nicht so gut an. Auch verständlich. Verständlich. Haben zu viele Hunde und sie brauchen was Selteneres mit einer kleineren Zielgruppe. Und der Martin sagt nur, den ich persönlich sehr sympathisch finde, wenn ihr nichts Überzeugendes habt, dann müssen wir euch eben Punkt, Punkt, Punkt. Denn da wird er sofort unterbrochen von den anderen, die ganz panisch reagieren. Er hätte wahrscheinlich einfach eine Ersatzidee rausgeholt, ja, und ihn mitgegeben. Zumal er ja Mo schon in der letzten Folge gesagt hat, naja, wir haben da auch ein bisschen was, also wenn ihr da nichts findet, wir können euch da helfen. Und sie denken, er zieht irgendeine Waffe. Also er hätte ihnen literally wahrscheinlich einfach eine Mappe gegeben mit einer ausgearbeiteten Idee. Ja. Nein, 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 nein. Das fand ich sehr, sehr, das fand ich herrlich. Ja. Da hatte ich Spaß. Dan hat aber einen eigenen Plan.
Und Dan kopiert im Prinzip das, was Mo in der letzten Folge gemacht hat und geht vom Buhmann zum Humann oder so und stellt seinen Bonus live vor. Und es ist keine schlechte Idee. Also for real nicht. Nee, also nicht mal als Fake-Business, sondern als normales Nahrungsergänzungsmittel für Zocker quasi, die zu viel drin sitzen, die sich zu wenig bewegen, um denen kleine Vitaminshots Gesundheit zu verschaffen. Finde ich jetzt warum erstmal nicht? Ein guter Ansatz. Dafür, dass Mo absolut nichts davon hören wollte, hat Dan da durchaus was. Und immer noch besser als Doggy-Style-Mix. und dann passiert das Beste, was passieren kann. Ja. Denn, also Dan, dieser Natural Boy, der von allen geliebt wird, was Mo sowieso sauer aufstößt, seit der ersten Folge der ersten Staffel, ne? Dan ist zu erfolgreich, Dan ist zu cool, klar, er tut was dafür, aber das läuft so rund bei dem, wird sofort, also Martin kommt an, das ist ja mega geil und sie reden plötzlich holländisch miteinander. Ja, und der versteht das und der kann natürlich auch ein bisschen holländisch sprechen. Ich spreche auch ein bisschen holländisch und sie sind beste Freunde und buchstäblich umarmen sich, lachen zusammen wie in einer schlechten Comicserie. Und das Einzige, wo Mo der Superstar ist, der Superheld, das wird ihm jetzt auch noch von Dan genommen. Und das kann er überhaupt nicht ab. Du siehst, wie er da auf dem Sofa sitzt und schon platzt. Weil Dan zugegebenermaßen einfach besser und clevererer ist als er. Ja, ganz genau also, das ist das Ding. Genau das. Er hat eine kurze Gewaltfantasie. Ich habe mich an den Tatortreiniger erinnert gefühlt, an die Hitler-Folge. Ja. Also hat die kurze Fantasie, wie er Dan einfach von hinten wirkt und überrumpelt und tötet, weil ist aber nur eine Fantasie. Aber es ist sehr, sehr schön, weil Dan innerhalb von Sekunden, also was Mo sich aufgebaut hat, ne, mit diesen Holländern viel Angst gab, viel auf sich genommen, die irgendwie zu überzeugen. Dan schafft es innerhalb von Sekunden, die zu überzeugen, mit denen zu lachen und holländisch zu sprechen und hat ihn quasi ausgebotet mit geringstmöglichem Aufwand. Also das, ich mochte das sehr. Auf jeden Fall bekommt er den Zuschlag, sagen wir mal. Das wird jetzt gemacht. Ja. Ja. Nächster Shot. Wir sind bei Lenny zu Hause auf dem Gartenvorplatz, sage ich mal. Und Mo platzt endgültig der Kragen. Er rastet komplett aus. Scheißt Dan zusammen, sagt ihm, wie kannst du das machen? Die sind super gefährlich, bla bla bla. Ich bin CEO, du nicht. Also ich Chef, du nix, quasi im Wortlaut. Und haut ihm noch um die Ohren, er sei unprofessionell. Ja, der einzig Unprofessionelle ist in dieser Aktion Mo und niemand anders. Und dass der Pitch von Mo scheiße war, da kann auch der nichts für. Nee, Lenny macht das auch klar, dass der in dem Fall einfach besser war. Absolut recht, ja. Und Kira steht oben auf dem Balkon bei Lenny. Und also, wir klammern mal aus, dass sie wieder unfassbar gute Sprüche bringt von wegen, na Lenny, komm doch mal hoch hier, ist richtig schön hier. Ja. Lass mal wandern gehen, Radfahren. Was können wir da machen? Schwimmen gehen? Es macht Spaß. Ja. Die Viererkonstellation wird gefühlt den Rhythmus der Staffel bestimmen. Ja, was ich unfassbar schön finde, ist, dass es hier einen ganz subtilen Nod gibt, wie die Situation zwischen Mo, Dan und Lenny gerade ist. Denn während Kira was sagt, Mo vorher über MyDrugs geredet hat, völlig außer sich, fragt, wer bist du denn? Er weiß offensichtlich noch nichts von der Freundin von seinem besten Freund, grüßt Dan einfach nur ganz casual, hi Kira, hi Dan. Und da merkst du schon, okay, Mo ist einfach so entfremdet von Lenny aktuell und Dan ist viel, 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 viel näher dran. Und das fand ich so kurz casual. Das geht sogar noch weiter. Also Kira hat A, alle in der Hand, weil Kira eine sehr direkte, coole Art hat und von Mo's Bullshit gar nichts hält. Und Mo weiß nicht, dass Kira über alles Bescheid weiß. Genau. Mo ist gegen Dan, ganz klar. Und Lenny steht noch dazwischen, auch bildlich im Shot. Aber sobald Lenny, auch bildlich, zu Kira geht, gucken sich Mo und Dan eine halbe Sekunde an, drehen sich beide um 180 Grad rum und gehen weg. Also die haben sich gar nichts zu sagen, wenn Lenny nicht da ist. Also diese gesamte Viererkonstellation. Kira mit Lenny. Wenn Lenny nicht da, dann Dan gegen Mo. Mo kann noch nicht so richtig mit Kira. Dan kann gut mit Kira, wissen auch Bescheid. Kira weiß von Mo alles, er hat mir alles erzählt, bla bla. Also ich finde, dieses kleine Gespräch hat sehr gut klar gemacht, wie es in dieser Staffel verlaufen wird und wo die Figuren miteinander stehen. Und Mo hat keine gute Position. Nee, und das ist blöd für ihn, denn da hat er sich komplett selber rein verfrachtet. So, wenn er nicht so anstrengend wäre, dann würde er mit Dan klarkommen. Nächste Szene. Lisa sucht nach Haargummis, was ich sehr gut nachvollziehen kann.
Die Dinger sind nie da. Ich habe ja lange Haare und das ist sehr, sehr anstrengend. Warum sie jetzt sofort quasi an dieser Schublade rüttelt, wo das Schloss dran ist? Also klar, für den Plot macht es Sinn, aber es wird vielleicht auch noch andere Stellen im Zimmer geben. Ja gut, aber sie hat ja nicht da angefangen zu suchen, sondern wir joinen erst da. Also wer weiß, wo sie überall vorher schon geguckt hat. Aber da hat Mo halt vorhin alle seine Drogen reingepackt, alle Pakete. Dann kommt schon Marie rein, ne? Ich muss kurz überlegen. Ich weiß es auch gerade noch nicht. Ich glaube, Marie nee, kommt ich glaube, rein. Erst kommt... Nee, erst kommt Mo rein, glaube ich. Achso, ja, Mo ist drin. Also Mo kommt rein und zusammen nehmen sie dann die Box und sie bekommt ihr Haargummi und alles ist wieder schön. Und sie sehen einen kleinen Bad, ein bisschen was an Gras und machen sich darüber lustig, dass er früher nicht kiffen wollte, weil da kann man ja auch dann Schizophrenie bekommen. Und sie sagt, naja, so wie das Zeug aussieht, kriegst du da heute maximal Durchfall von. Ja, es ist schön, wie sie ihn flamet, weil er Angst davor hatte zu kiffen. Während er halt mittlerweile einfach ein Großdealer geworden ist. Der aber immer noch nie was von seinem Stoff genommen hat. Nee. Bislang hat er noch keine Pille genommen. Ich glaube, einmal hat er kurz überlegt in Staffel 1, ne? Genau, aber der Einzige, der das bisher probiert hat, ist Lenny. Das ging auch ordentlich ab. Und in die Hose, ja. Auch. Und auf den Pullover und überall hin. Marie kommt rein und würde gerne Jenga spielen. Fand ich im ersten Moment random, aber auch sehr schön. Ja. Süß, wie Maries Nebengeschichte durchgezogen wird, also ihr Influencertum, ja. Macht für die Gesamtstory nicht wirklich was aus, wird aber so konsequent durchgezogen, dass ich schon wieder feier. Absolut, vor allem ein Einhorn-Roll-Up im Hintergrund. What? Ja, also ein ganz natural Foto von ihrer Familie mit Jenga mit diesem Roll-Up-Leinwand-Ding im Hintergrund. Was und vor allen Dingen, was ich mir da auch kurz dachte, und das wird direkt danach aufgelöst, ich dachte so, also in dem Alter mit der Familie Jenga spielen. Ist das jetzt so die Art von Coolness, die du auf Instagram packst? Eigentlich ja nicht. Zack, 2 Sekunden später, es ist ein Product Placement. Okay, ja. Also ich habe verstanden, warum. Also kompletter Sellout mit Hasbro und hast du nicht gesehen. Das macht Spaß. Jenga, interessant, weil Kartenhausprinzip. Kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber natürlich... Das Gebilde, das man hat, ne? Also wir stellen uns diesen großen Holzturm vor, der Stück für Stückchen immer dünner wird und irgendwann zusammenbricht, wenn das Konstrukt nicht mehr hält. Bisherige Geschichte, Ermittlungen der Polizei, vielleicht. Meistens hat sowas zumindest einen kleinen Gedanken hinten, deswegen finde ich, man kann es zumindest darauf beziehen, auf die Gesamtstory. Ich finde sehr schön das Gespräch, wie man merkt, dass die Family von Mo Lisa einfach sehr herzlich aufgenommen hat. Zeigt nochmal, was für gute Menschen das sind. Finde ich schön. Ja, der Vater ist weiterhin wahrscheinlich die beste Figur in dieser Serie, ja. So rein menschlich gesehen. Und die Schwester ja auch, die wahrscheinlich deutlich glücklicher ist als Mo, dass Lisa da jetzt wohnt. Aber, da die erste Staffel gerade begonnen hat und wir noch ein paar Fallen aufstellen müssen und Dinge verkomplizieren müssen, wird auch um den heimischen Frieden, um dieses kleine Gebilde, um dieses Paradies am Wohnzimmertisch ein großes Fass aufgemacht und alles in Frage gestellt. Denn es klingelt an der Tür. Und ich liebe es. Es ist Milena 30 aus Stromberg. Eine durchaus bekannte Fernsehschauspielerin. Ja, und eine sehr, sehr gute, möchte ich meinen. Ich bin ein großer Fan. Moritz kommt an die Tür, sie nennt Moritz Mörchen. Das ist schön. Das hat selbst in mir einen Lacher hervorgekitzelt. Das ist so der gefühlt peinlichste Name, den du einem Typen geben kannst, der Moritz heißt. Was ich schön finde, ist, dass mein Mörchen. Also wenn man überinterpretieren will, ist das ein Nod an ihren Spitznamen aus Stromberg. Da war sie nämlich Schirmchen, weil sie Jennifer Schirmann heißt. Und Stromberg hat sie immer Schirmchen genannt. Auf jeden Fall allein deswegen, alleine weil sie ist, liebe ich diese Szene. Ich finde, es ist eine super tolle Schauspielerin und sie stellt diese vordergründig liebende, aber doch sehr berechnende Arschlochmutter sehr, sehr gut da. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment an die Frau 30 ist, aber es ist auf jeden Fall, sie macht es sehr schön. Wie ich die Szene insgesamt finde, da komme ich am Ende zu, aber erstmal spielt sie es sehr, sehr gut. Also der Familienfrieden ist sofort weg. Also der ist sowas von weg, der war nie weiter weg. Eisig, frostig nennt man es, glaube ich, was jetzt am Küchentisch los ist. Ich habe selten jemanden gesehen, der so aggressiv eine Tasse in einer Tasse rumrührt wie Mo. Verbiegt er sogar den Löffel ein bisschen? Es ist auf jeden Fall ein sehr unangenehmes Geräusch und es kann sehr gut sein, ja. Nur Mariechen. Mariechen ist überglücklich, denn Mariechen hat Mutti.
Und Mariechen ist noch ein bisschen naiv. Mariechen ist sowas von naiv und wurde noch nicht so oft enttäuscht wie Mo. Und deswegen strahlt Mariechen über beide Backen, Ohren, Augen und was es auch immer sonst im Gesicht gibt. Schön finde ich, wie war das? Der Vater, der irgendwie sagt so, ja gut, ich konnte ja auch nicht ahnen, dass du nach der 30. Ankündigung tatsächlich vorbeikommst. Sonst hätte ich das natürlich gesagt. Es ist schön. Macht auch Sinn in der Story. Mo's Mutter punktet gleich mit Knowledge, nennt Lisa Lara, schätzt, dass Mo 18 ist. Er ist 17, aber ist ja fast 18. Ist ja fast 18. Also ganz starker Auftritt. Sie ist richtig involviert in das, was da gerade so abgeht. Wunderbar finde ich, dass sie ihre Scheißaktion mit Gleichberechtigung verargumentiert. Absolut. Genau. Und sagt dann, ja übrigens, ich verkaufe das Haus. Aber das kommt erst danach. Erst schickt sie Marie weg. Das fand ich wichtig. Stimmt. Denn sie zeigt gleich, wie inkompetent sie als Mutter eigentlich ist. Also Marie fragt noch, sagst du mir gute Nacht, wenn ich gehe? Ja, klar, mache ich. Dann geht Marie und die Mutter sagt, gute Nacht. Und ich habe das Gefühl, das war's. Also vom Gesichtsausdruck her würde ich urteilen, sie denkt, sie hat jetzt gute Nacht gesagt. Nichts vergessen, sie hat vorher versprochen, dass sie Marie später oder die Tage zum Reiten fährt. Genau. Und erst wenn Marie draußen ist, verkündet sie, dass das Haus ja der Oma gehört und sie das dann jetzt doch verkaufen möchte. Aber ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, weil vielleicht könnt ihr ja dann zur Miete wohnen, wenn die neuen Besitzer euch das vermieten. Okay, das ist hart. Das ist hart arschig. Und von allen am Tisch, also von allen, damit meine ich Mo und seinen Vater, die durchaus einen berechtigten Hass auf diese Mutter haben. Vorher eine ganz kurze Szene. Sie sagt dann noch so, ja, wir kümmern uns dann auch um Lebensversicherungen und bla bla bla. Wie Mo dann sagt, ja Mensch, da musste ich jetzt nur noch umbringen, ne? Und sie sagt, nee, also das wäre ja dann Versicherungsbetrug. Aber komplett ernst. Ich liebe es. Also bierernst. So, dein eigener Sohn sagt dir gerade, ja gut, dann bring dich um, dann haben wir wenigstens noch Kohle von dir. Und sie sagt, ja nee, das geht ja dann nicht, weil das würde ja dann nicht ausgezahlt werden. Ich liebe es. Absolut gar keine emotionale Intelligenz. Und dann geht's los. So. Und die Szene mag ich tatsächlich, denn sowohl Mo als auch Mo's Vater hätten jedes Recht, jetzt sehr, sehr wütend zu werden und sie rauszuschmeißen. Aber von allen ist es Lisa, die einen Menschen zerstört, wie ich es in meinem Leben selten gesehen habe. Das ist ein MVP-Move. Sie nimmt die Pseudo-Emanzipation, die die Mutter vorher angeführt hat, und führt sie sowohl ad absurdum als auch in die tiefste Hölle. Also sie wird mit ihrem Nicht-Argument bloßgestellt und mit selbigem auch kaputt gehauen. Arschloch bleibt Arschloch, egal ob Penis oder Scheide. Wunderschön. Also es ist ein wunderschöner Monolog. Und ja, das war es dann auch mit der Mutter. Das war es dann mal wieder komplett. Den nächsten Teil würde ich gerne, ich habe den jetzt Sex-Supercut betitelt. Ja. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich die einzeln durchgehen und nicht die ganze Zeit hin und her springen. Können wir versuchen, ja. Ich kann dich durchgeleiten. Wir beginnen mit Mo. Also erstmal alle drei in diesem Supercut, unsere drei Protagonisten inzwischen, also die drei männlichen Protagonisten, Dan, Lenny und Mo, haben alle einen besinnlichen Abend. Mo und Lenny schlafen jeweils mit ihren Freundinnen. Und Dan gibt es auch noch. Den können wir kurz abhandeln. Also, der legt Hand an sich selbst an. Der hat erstmal die Arbeit auf. So. Das fand ich halt das Lustige an diesem Cut. Wenn du siehst, dass die beiden Nerds mit ihren Freundinnen schlafen und der Player zu Hause sitzt und an der Webseite bastelt. Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also die Nerds vor dem Herrn, ne? Er ist der coole Dude, er ist der Frauenheld. Und die beiden Nerds, einer sitzt im Rollstuhl, der andere ist in jeder Hinsicht sozial inkompetent. Ja. Die schlafen mit ihren Freundinnen, während er sich auch noch eine Nerdbrille aufsetzt und an seinem Laptop, glaube ich, eine PowerPoint-Präsentation über Fake-Business macht. Oh, schön. Dann am Ende aber den Inkognito-Tab öffnet. Er gibt nicht mal Hardcore-Porno ein, er gibt, glaube ich, Tight-Yoga-Pants ein. Irgendwie sowas. Das ist ein interessanter Fetisch und holt sich dann darauf einen runter. Großartig. Das ist schön. Es passiert auch nichts. Also ich meine, jemand twerkt in Yoga-Pants? Ich glaube, ja. Also ist das erste Safe-for-Work-Porno-Video, das du für so eine Netflix-Serie finden konntest? Vielleicht sehr gut. Ich habe leider nicht rausfinden können, in welchem Programm er da arbeitet. Es sah für mich aber nach PowerPoint aus, genau, tatsächlich. Ich habe auch PowerPoint gedacht. Also das war jetzt kein Website-Builder, sondern ich weiß nicht, was er damit vorhat, aber will er jetzt eine Website in PowerPoint bauen? Das macht aber auch Sinn. Also er kann das halt gar nicht.
Ja. Es ist ihm auch egal. Er will jetzt halt, oh, mein Fake-Business wurde angenommen, cool. Dann mache ich da mal weiter mit dem, was ich kann. Und was ich kann, ist PowerPoint. Was ich aber schon wieder sympathisch finde, dass er sich dann nachts da hinsetzt und trotz der dämlichen Ansage von Mo sich nicht unterbuttern lässt und jetzt trotzdem weitermacht. Mo währenddessen ist erstmal extrem angeturnt von Lisa, die seine Mutter zerstört hat. Das bringt ihn richtig hoch, das bringt ihn auf Touren. Ist auch schon wieder, das sind Abgründe, die sich da auftun. Also Freud hätte seine Freude. Ja. Die beiden machen rum. Und Mo will, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Folge ihr das sagen mit den Drogen. Ja. Also zum ersten Mal ist er kurz davor, ihr die ganze Geschichte zu beichten. Geht dann aber doch auf das Klischee, ich liebe dich und sie ficken. Ja. So habe ich es aufgeschrieben. So habe ich es auch aufgefasst. Schön finde ich, dass Lisa eine Spotify-Playlist hat. Sexy Time. Ich hoffe für sie, dass die nicht öffentlich gestellt ist. Das wäre sonst unter Umständen etwas unangenehm. Ja, weiß ich nicht, ob das so geläufig ist. Aber ja, scheinbar ist das bei ihr so. Während die beiden den Akt vollziehen und den Beischlaf leisten, gehen wir wieder in so eine Fantasierichtung. Was mir anfangs aber nicht aufgefallen ist. Also nee. Ich habe da erschreckend lange für gebraucht. Ich habe erstmal aufgeschrieben, okay, what the fuck, Mo vögelt die Drogen aus dem Bett. Das alleine möchte ich, dass dieser Satz losgelöst irgendwo steht, ohne Kontext. Schon mal schön. Was mich stutzig gemacht hat, weil ich das da immer noch nicht verstanden hatte, war, dass Lisa sieht, dass die Sachen rausfallen, aber nur lacht und es ignoriert. Da dachte ich auch schon, okay, da bin ich gespannt, wie ihr das danach auflösen wollt, weil es sind viele Pillen. Zu viele, um sie nochmal wegzuschaffen. Und danach habe ich erst gerafft, ah, okay. Das ist offensichtlich gerade irgendwie so eine Pseudo-Realität. Sie versinkt in Tausenden von Drogen. Und das fand ich super creepy. Das sah so creepy aus, wie sie in diesen Pillen auf einmal ertrinkt. Es ist creepy, ich habe es aber nicht verstanden. Also für mich macht es stilistisch in der Serie nicht wirklich Sinn. Wir hatten vorhin einmal dieses Fantasieding, wo er Dan wirkt. Das kam jetzt out of nowhere? Mhm. Finde ich gar nicht. Weil? Man merkt, dass er, das wird ja später in der Folge noch aufgegriffen, dass ihn die Lügerei zu sehr zusetzt. Er kann das nicht mehr lange mitmachen und er ist geistig nicht mehr wirklich fähig, das noch weiter durchzuhalten. Ich habe es jetzt auch mal Symbol für Moos Schuldgefühle und ja. Gedanken aufgeschrieben. Würde ich so auch sagen. Dass er eigentlich mit ihr Sex hat, eigentlich eine schöne Zeit mit ihr, aber er das nicht mal das genießen kann, weil diese Massen an Drogen und dieser Riesendruck, dieser Lüge einfach alles überschwemmt. Apropos schöne Zeit. Lenny und Kira, also erstmal diese R2D2-Urne, die Kira da schon rausgesucht hat, falls Lenny bald stirbt. Langsam wird es ein bisschen too much ja. Mit den Gags. Also es ist so... Du musst nicht jede Minute damit anfangen. Ich glaube, er weiß auch ohne dich, dass er bald stirbt. Sie will weiter sehr, sehr stark verhindern, dass er zu ihren Eltern kommt. Also Lenny ist darauf aus, sie dann doch bald zu heiraten und dann doch mal so ihre Eltern kennenzulernen und alles. Und das mag sie nicht. Also nichts lehnt sie krasser ab. Also sobald die Eltern, ich glaube, bis dahin geht's, aber Eltern geht gar nicht. Nee, irgendwie hört es da sofort auf. Aber der große Ausraster, der kommt ja noch. Genau. Erstmal haben wir nur eine Ablenkungstaktik, sag ich mal. Aufgeschrieben habe ich, stattdessen ficken sie. Ja, ich zitiere, oder wir ficken. Schön finde ich, wie die Musik sofort stoppt und alle Gesichtszüge von Lenny komplett entgleisen. Und da bricht jetzt ein bisschen entgegen dessen, wie wir das besprechen, aber von einem Kuss, von deren beiden Kuss auf den nächsten geschnitten wird von Lisa und Mo, das fand ich einen schönen Übergang. Ja, Lenny kommt erwartungsgemäß sofort. Wie das tatsächlich, glaube ich, in fast ungefähr 98% aller Fällen ist beim ersten Mal. Okay. Also super, super schnell. Was, wie gesagt, wie alt ist er? 18? 17, 18? Er ist schon... Ich glaube, 17. Ich glaube, er ist auch 17. Ist halt sein erstes Mal, hat das nie davor gemacht und sie überspielt das aber super, super sympathisch und süß. Denn wahrscheinlich, ich meine, sie ist ja wirklich abgezockt und die ist ja nie um den Kopf gefallen. Die hat das wahrscheinlich schon erwartet. Ja, aber... super nett, super süß. Klar passiert das irgendwie am Anfang und die beiden haben sehr viel Spaß in der Nacht und das gönnt man den beiden auch. Absolut. Vorher finde ich ganz schön, dass sie noch sagt, naja, verlieben war jetzt nicht abgemacht. Okay. Das hält man vertraglich so fest und dann gilt das auch. Szene 8 habe ich mal übertitelt mit Aftermath. Mo scheint nicht zum Abschluss gekommen zu sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist ja das, was er später im Gespräch mit Lenny bestreitet.
Ich weiß es nicht genau. Also so wie er es aussieht. Es wird nicht ausgesprochen, aber es sieht fast danach aus. Er sitzt sehr traurig auf der Bettkante und Lisa fragt ihn, ob alles in Ordnung ist. Das ist für mich so der Inbegriff von... Habe ich auch erst gedacht, aber seine Reaktion darauf später im Gespräch wundert mich ein bisschen. Also nicht, dass er es unbedingt zugeben würde, aber er reagiert so geschockt, dass das überhaupt eine Möglichkeit wäre, dass ich mir schon wieder denke, okay, vielleicht ist er einfach danach nur fertig. Aber letztendlich, das macht auch jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber auf jeden Fall fühlt er sich danach nicht wirklich pralle. Es ist auch noch das Normalste an der Szene, die ab da immer weirder wird. Kurz dieses DiCaprio-Ding, Widersprüche, bla, DiCaprio auch. Fand ich witzig. Ich mochte das vor allem mit Mambo No. 5 drunter. Und dann das so, muss schweineteuer sein, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sonst nehmen sie nur Indie-Lieder. DiCaprio war mit Rihanna zusammen? Ich hab's gegoogelt danach. Die hatten eine Affäre, krass. Also gefühlt war DiCaprio mit jeder zusammen. Krass. Also es würde mich nicht wundern, dass DiCaprio in den nächsten 5 Jahren schwul wird, weil er sagt, ja gut, Frauen gehe ich jetzt durch, ne? So. Wobei er mag auch die Jungen, also es kommen ja welche nach. Na gut, okay. Also DiCaprio ist, also, ja, krass. Guter Schauspieler, weirder Typ. Ja, also weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Mo geht in die Küche, ich fasse das kurz zusammen, nimmt sich eine Flasche mit einer Eierkuchen-Backmischung, kippt Milch rein, sticht ein Loch in den Deckel und spritzt es sich in den Mund. Ja, und da muss ich sagen, Mo, was Lebensmittel hier am Laptop zu dir nimmst, da werden wir nie auf einen Nenner kommen. Erst diese komische Chips-Scheiße und jetzt das. Bitte was? Ein Teil tropft auch einfach runter. Also ein Großteil trifft seinen Mund, einiges tropft aber einfach auf den Boden. Das ist total weird. Wer trinkt denn eine Eierkuchen-Backmischung? Übelst eklig. Was ist denn los mit dem Jungen? Der ist so widerlich, Alter. Also manchmal wirklich. Die ganze Szene ist strange. Lisa kommt dann in die Küche. Er versteckt sich aber vor ihr. Er versteckt sich, aber auch so hinter einer... Also wenn sie sich umdreht, sieht sie ihn halt. Ich verstehe es nicht. Also die Szene habe ich wirklich nicht verstanden. Ich verstehe nicht, warum er sich vor ihr versteckt. Wahrscheinlich, weil er nicht mit ihr reden will. Ja, aber warum denn nicht? Was ist denn dazwischen eigentlich passiert? Die saßen auf dem Bett und dann ist ja Hardcut Küche. Ich glaube, das ist der nächste Morgen. Ach so. Und die haben dann nicht mehr gesprochen danach? Doch, gehe ich von aus. Aber er ist wahrscheinlich früher aufgestanden oder so. Ich weiß es nicht. Er googelt auf jeden Fall, ob er ihr die Wahrheit sagen soll oder nicht. Was schon wieder perfekt zu ihm passt. Ja. Dann ist Lisa plötzlich ein Jumpscare. Ja. Und dann will sie Gnocchi machen? Was passiert hier morgens? Was ich nur nicht verstehe ist, sie redet mit ihm, sie sagt, ey, du kannst mir vertrauen, bla bla bla, wenn irgendwas ist, sag es. Was will er denn noch? So, das ist doch die perfekte Situation, um ihr jetzt Bescheid zu sagen. Ich meine, Lisa ist doch keine hysterische Schreckschraube. So, der kannst du das erzählen, ohne dass sie komplett ausrastet. So, sie wird da nicht glücklich drüber sein, aber sie wird da Verständnis für haben und dann ist das Thema auch endlich durch. Jetzt hätte er das sagen sollen. Mo haut random mitten in der Konversation ab und rennt durch die Tür raus. Da hätte ich ihn klatschen können. Ich komme ganz am Ende der Folge, wie gesagt, dazu in meinem längeren Fazit heute. Wie gesagt, also er geht in die Küche. Er trinkt seine Eierkuchen-Backmischung. Google, also dann kommt Lisa rein, er versteckt sich, Lisa geht wieder raus, er googelt am Laptop, wie sage ich meiner Freundin die Wahrheit, glaube ich. Mhm. Dann kommt Lisa per Jumpscare rein, möchte frühmorgens Gnocchi machen, dann bietet sie ihm an zu sprechen und Mo haut ab. Also wie Roadrunner, schießt er durch diese Tür raus. Aber ich stelle mir, also wir machen einen Hardcut, aber ich stelle mir wirklich vor, dass er das auch mitten im Gespräch, dass er einfach gegangen ist. Ja. Gut. Ah gut. Ganz strange. Mo ist halt auch ein stranger Typ. Ja. In welcher Garage treffen sie sich? Er trifft sich dann mit Lenny? Ich habe keine Ahnung. Es wird immer gesagt, in der Garage. Ich denke mal bei Lenny. Also Mo müsste mit dem Fahrrad hinfahren. Lenny müsste mit dem Rollstuhl erstmal rauskommen. Ich wäre jetzt von Lennys Garage ausgegangen. Es wird aber nicht erwähnt für mich. Ich meine nicht. Also einer von beiden muss es ja sein, aber keine Ahnung wer. Genau. Lenny zockt noch, glaube ich, Battlefield zusammen mit Kira, der hinten auf seinem Bett liegt. Irgendwie süß. Ja, schön. Stelle ich mir einen schönen Morgen vor. Und kommt dann aber doch mal runter in die Garage. Hat der Sperma am Pulli? Sollte das Sperma sein? Oh, ich hoffe nicht. Das fände ich ja doch irgendwie ein bisschen viel des Guten. Aber ich weiß es nicht. Sah so aus. Kann aber sein. Und sie reden über Sex. Ist auch irgendwie... Gerade bei den beiden. Okay.
Lenny gibt sich erstmal als Vollprofi. So, er hatte gerade sein erstes Mal, ist viel zu früh gekommen, hatte danach zwar noch Spaß, aber er ist jetzt der Champ. Mo, musst du was wissen? Kriegst du keinen hoch? Was ist da los? Schon wieder lustig. Ja, schon schön. Mo will unbedingt Lisa von Mindwax erzählen. Lenny hat überlegt, Kira von Mindwax zu erzählen. Woraufhin Mo komplett ausrastet. Bist du bescheuert? Fremde aus dem Internet. Und sie stellen eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir auch hin und wieder im Leben stelle. Was wäre, wenn sie einen Knopf hätten, der all das, was sie gemacht haben, rückgängig macht, nichts davon ist passiert und sie sind wieder da, wo sie vor ein paar Monaten waren? Würden sie ihn drücken? Die Analogie ist irgendwie wie der Lüftungsschacht vom Todesstern, das macht nicht wirklich Sinn. Das fand ich auch schon wieder der Vergleich, das ist das zweite Mal in der Serie, dass so ein Star-Wars-Vergleich um des Vergleichs willen reingeschrieben wurde. Also das wirkt schon wieder sehr geforst. Er macht aber auch keinen Sinn. Pun intended. Weil, das war ja quasi ein Fehler, beziehungsweise später wurde es dann tatsächlich zu so einem Schlupfloch gemacht. Aber das ist jetzt kein Knopf, der was rückgängig. Also der Vergleich kommt überhaupt nicht an, der macht keinen Sinn. Also das ist was völlig anderes. Ja, nee, ich glaube, es ging da, der Vergleich war nicht das Schlupfloch, sondern Mo erwähnt vorher noch so eine Art Notausgang. Und daraufhin kam der Vergleich. Ist ja auch nicht gewollt. Egal. Es war geforst. Es war ein reingehauener Nerdspruch nochmal. Aber sie wollen es nicht. Also Lenny will zumindest nicht. Lenny ist sehr glücklich, weil gut, hat auch eine gute Nacht, um glücklich zu sein. Sagt dann aber noch, was ich erwähnenswert finde, ich hätte Bock, so einen Knopf zu programmieren. Ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann später einen Knopf gibt. Ob der funktioniert dann oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich kann mir vorstellen, dass in Staffel 3, Folge 2 dieser Knopf irgendwie eine Rolle spielt oder so. Ihr werdet es hier hören. Sollte man im Auge behalten. Ah, und Mo sagt noch sehr, sehr viel mehr vielsagend, das ist eine echt coole Garage. Ja, also irgendwas wird in dieser Garage noch passieren. Vielleicht wird das neue Headquarter. Davon gehe ich mal stark aus. Trotzdem würde mich interessieren, was für eine Garage das ist. Ja, aber das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Ich tippe mal auf die von Lenny. Szene 9. Lisa hat einen Zettel da gelassen. Also Mo ist wieder zu Hause von der Garage, wo immer sie ist. Und Lisa ist bei Fritzis Poolparty. Schön, dass wir Fritzi mal wieder haben. Ja. Lange nichts gehört. Sehr kurz, aber sie ist mal wieder da. Also noch erwähnt, später kommt sie für ungefähr 2 Sekunden Screentime nochmal an. Ja. Obwohl es ihr Geburtstag ist, ist schon eine harte Nummer. Das ist schon mies. Ja, wir merken, es ist mehr Dan und weniger Fritzi und Gerda. Ja. Und Kira natürlich. Zum Teil cool, zum Teil schade. Fritzi vermisse ich irgendwie so ein bisschen. Es war so eine Wildcard. Gerda ist gar nicht mehr da, ne? Doch, die haben wir da auch gesehen. Ich meine, die ist auch in der Szene, aber sie war zumindest in der ersten Folge auch kurz da. Ist im Abspann auch noch gelistet. Stimmt, die haben ja rumgemacht auf der Tischtennisplatte. Genau. Interessante Geschichte. Aber Mo's Weak Spot wird mal wieder enthüllt, denn seine Schwester heult. Ja, und auch da finde ich es wieder schön. Mo ist echt ein kolossales Arschloch die letzten Folgen, aber da kann er nicht anders. Er steht für seine Schwester ein. Die Überraschung, dass die Mutter das nicht gebacken bekommen hat, geht gegen null. Aber wie gesagt, die Schwester hat die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben und natürlich dementsprechend ist sie enttäuscht. Schön finde ich, dass Mo sich dann hinstellt und sagt, na komm, dann mache ich das jetzt. Kriegen wir schon irgendwie hin. Auch eine der lustigsten Szenen dann, wie die beiden oder die drei im Auto sitzen. Sie sitzt auf dem Rücksitz mit übelster Scheißmucke und mit einer riesen Sonnenbrille und AirPods in den Ohren. Also das ist, sie ist auch eine wandelnde Karikatur ihrer Generation. Es ist schon, sie tut einem leid, aber gleichzeitig ist sie auch ein bisschen hassenswert. Schon. Und Lenny sagt den sehr schönen Satz, mach einfach deinen Scheißführerschein, Junge. Ja, ich mag's. Was insofern auch lustig ist, weil Camperides, der Schauspieler, meine ich, gerade erst seinen echten Führerschein gemacht hat. Ach Mensch. Hat er, glaube ich, auf Instagram gepostet, er hat gerade einen Crashkurs gemacht und seinen Führerschein bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Grüße von uns. Bist auch herzlich eingeladen. Danilo. Szene 10. Denn sie haben Marie abgeliefert, beziehungsweise liefern sie ab auf besagtem Hof. Wieder mit schönem Drohnenshot. Wir sind wieder bei diesem Laufstall. Und Lenny ist ein Nervenbündel par excellence. Was ich ihm nicht ganz, ich kann es ihm nicht verübeln. Also sie fahren zu dem Ort ihres größten Traumas, wo sich ein Mensch vor ihren Augen den Kopf weggeschossen hat. Und sie fast gestorben werden. Wofür davor. Sie auch teils verantwortlich sind. Zumindest beteiligt, sagen wir mal. Nicht ganz unschuldig. Genau.
Und Bubas Verwandte, also die Mutter ist 80, wurde ja, glaube ich, erwähnt. Ja, irgendwie so in den... Fangen sie ab. Sie stellen sich dann mit falschen Namen vor. Ja, Donny und Martin. Die Mutter steht vor dem Tiguan, die beiden Schlägertypen dahinter. Ich schätze mal Cousins oder so, Onkel, was weiß ich. Creepy Situation, irgendwie komisch gelöst. Die Mutter von Buba wird gespielt von Maren Kräumann im Übrigen. Sagt mir nichts. Hat eine eigene Sitcom, ist es, glaube ich, Kräumann. Und ist sehr, sehr viel bei BTF-Produktionen dabei. Deswegen ist es weniger überraschend, dass Frau Kräumann auch hier eine Rolle hat. Ist eine sehr profilierte Schauspielerin. Zu der Auflösung, also wie ich die Szene finde, komme ich später im Fazit. So. Ja, dann sind wir im Zimmer von Lenny. Und er packt da so ein, das finde ich so süß, wie er diesen Schokoladencontroller, Spielcontroller noch so ein bisschen einpackt, ein bisschen hübsch macht, in so eine Plastikfolie, dann da noch Schleifchen drum und dann hinstellt. Das ist niedlich. Der Typ ist über beide Ohren verliebt. Aber im Hintergrund sehen wir übrigens den Pause oder das Pausemenü von God of War vom 9. Also jetzt auch das. Sehr viele verschiedene Sachen, oder? Ja, aber ja, passt irgendwie auch. Und das sind alles... alles Spiele, die zu dem Zeitpunkt auch sehr aktuell waren. Und dann poppt auf seinem Computer ein Pop-up auf. Nämlich ein Google Alert. Neueste Entdeckung bei Knochenmarkkrebs. Wurde das schon mal direkt erwähnt, was er hat? Nein. Also wir wissen Tumor überm Arsch. Wir können davon ausgehen, überm Arsch Wirbelsäule Richtung Knochenmark hätte ich jetzt auch getippt. Aber ich meine, wir werden zum ersten Mal darauf gestoßen, dass er Knochenmarkkrebs hat. Ja, also in der ersten Staffel wurde nur gesagt, er ist todkrank. Und in der zweiten Staffel wird es jetzt konkret. Aber Dr. James Jefferson, der gute Mann, der bietet eine neue experimentelle Therapie an. Sehr fishy alles. Sehr, sehr fishy. Ich würde auch keinem Pop-up jetzt irgendwie mein Geld geben, aber... Nee, es ist ja ein Google Alert, den er eingerichtet hat dafür. Der hat zumindest eine Therapie, die Lebensdauer um 15 Jahre nochmal verlängern kann. Was zumindest eine neue Motivation, ein neues Motiv für Lenny ist für die Staffel. Es gibt ihm nochmal so einen neuen Anreiz mit, wie man so schön sagt. Ja, es verändert für ihn die komplette MyDrug-Situation auch. Ja. Wir schießen noch einmal kurz zu Mo. Und da habe ich ganz flaues Gefühl im Magen. Ich habe so Angst gehabt. Ich glaube, war ähnlich nervös wie er, als er da hinging. Und schon sagte, okay, jetzt werde ich sie erzählen. Auf dieser Party. Was schon mal nicht... Es ist beschissene... Nee. Vor allem über die gesamte Episode erzählt er quasi dem Zuschauer, wie man am besten Sachen sagt, welchen Ort man wählen sollte, welche Situation. So, das ist wahrscheinlich die dümmste Situation. So auf einer Party mit Alkohol vor allen Menschen, beziehungsweise auch am Rand. Halb Ekstase, halb Adrenalin. Blöd. Einfach blöd. Genau das solltest du nicht tun. Ich schätze, es ist die Party von Fritzi, ne? Ja, das ist die Geburtstagsparty von Fritzi und die Location ist geil. Und was für eine Party. Also... Gut, sie hat Geburtstag und nur 2 Sekunden Screentime, aber was für eine Riesenparty das ist. Also Fritzi scheint schon Fame zu sein in Rinseln. Ja, aber das haben wir ja in der vorletzten Folge der ersten Staffel schon mitbekommen. Dass sie sagt, ja, ich bin jetzt hier Fame, aber danach werde ich wahrscheinlich nichts. Geile Promo. Mo trinkt ein Mutmacher-Schlückchen, beziehungsweise ein Mutmacher-Glas. Und nimmt Lisa mit sich mit. Und sagt vorher Dan noch, hier, mein Mitarbeiter des Monats. Das fand ich nett. Ganz witzig. Und Mo muss sich jetzt entscheiden, ob er tatsächlich die Wahrheit sagt. Denn sie sitzen auf einer Bank, während im Hintergrund irgendwer vom Dreier springen will. Ich mag das Hintergrundgespräch sehr gern. Da läuft so ein random Mini-Arc ab, wie jemand sich trauen will, vom Dreier zu springen und alle sollen dahin. Ja, aber es ist halt kein Wasser da. Also er würde halt sich irgendwas brechen. Schon jetzt nicht so sinnig. Vielleicht auch ein Vergleich, eine Metapher vom Dreierspringen, Mutprobe, Sprung, ne? Wagst du es? Sich was brechen, blöde Idee. Ja, doch, passt. Also das gesamte Hintergrundgespräch ist ganz gut angepasst, denn tatsächlich fragt der Leser nochmal, was magst du eigentlich an mir? Ja, das Vertrauen auf jeden Fall, dass ich dir hundertprozentig vertrauen kann. Und schön ist, während er ansetzt mit Lisa, ich... ruft im Hintergrund irgendwer, halt dein Maul jetzt! Hätte er mal gehört. Aber wir sind, bevor es da ums Eingemachte geht, wieder bei Lenny im Zimmer. Ich hätte es noch kurz zu Ende gemacht jetzt. Ja, okay. Ja, willst du? Also er kann es halt doch nicht. Ich habe meine Notizen dafür nicht.
Er kann es doch nicht. Er sagt dir nicht die Wahrheit. Denn vorhin war es random, ich liebe dich. Jetzt macht er random Schluss mit dir. Ja, und ich zitiere kurz meine Notizen. Boah, Diggi, das ist mit Abstand das Allerdümmste, was du jetzt machen kannst. Ich hoffe, dass Lisa dahinter kommt. Die wird doch sicher merken, dass das überhaupt nicht das war, was er eigentlich wollte. Also er will sie wohl nicht mit reinziehen, sagt dann, ich liebe dich nicht mehr. Also er bricht ihr Herz, umarmt sie und geht dann einfach. Es ist einfach super dumm. Diese ganze Reaktion, das, was er da macht, kann ich null nachvollziehen. Nicht bei Lisa. Also der Charakter, den schätze ich so ein, dass er wirklich damit klarkommen würde oder dass sie damit klarkommen würde mit dieser Wahrheit. Und er traut ihr das nicht zu oder hat Angst vor der Reaktion und macht dann sowas. Ich hätte an dieser Stelle langsam keinen Bock mehr auf den Bullshit. Ja, also sehr, sehr doof. Ich gehe mal stark davon aus, dass Lisa das nicht darauf beruhen lässt und weiter nachforscht und gucken will, was bei ihm im Argen liegt und dann selber drauf kommt. Aber da hätte ich Mo schon wieder eine klatschen können. Gleichermaßen anstrengend geht jetzt bei Lenny weiter. Ja. Da eskaliert es fast noch mehr. Also. Denn Lenny stellt Kira erstmal seine Idee vor. Vorher zeigt er uns seine schöne PlayStation-Tasse. Die hat was. Die war geil. Controller als Griff. Schon Hammer. Geil. Ist schon cool. Habe ich vorher tatsächlich auch schon mal gesehen, aber ich macht sie nicht minder schön. Man stellt jetzt seine Idee vor. 15 Jahre. Mega cool. Und steigert sich ein bisschen sehr schnell da rein. Wo ist Kira eigentlich sonst? Also die wohnt in der Nähe, oder? Ich weiß es nicht. Die ist muss immer mal wieder da. Aber wo ist sie, wenn sie nicht... Die war ja davor. Ich glaube, Lenny hat ihr geschrieben. Sie hat lange nicht geantwortet. Wo ist sie? Was macht sie? Wo lebt sie? Ich hab keine Ahnung. Das ist ja aber das, was er dann auch aufgreift und sagt, ey, ich kenne nicht mal deinen Nachnamen. Was für mich auch so ein bisschen offen lässt, wohin es mit Kira noch geht. Ja. Wo also die Reise hingeht. Sie ist zwar ein sehr sympathischer Charakter, aber wir wissen noch sehr wenig über sie. Wieder spricht er ihre Eltern an. Jetzt nicht absichtlich, um sie zu provozieren, aber sie ist instant super, super traurig und emotional und schreit ihn an und haut dann auch ab. Mit den Worten, ich brauche einfach mal Abstand. Ja, Mädel, Sache einfach, was Sache ist. Und das war unfassbar schlecht gedubbt. Hast du das mitbekommen? Nee. Das war das erste Mal in Staffel 2, dass ich gesehen habe, ja, auch hier gibt es dieses Problem, dass sie manche Sachen schlecht synchronisieren. Und das war da. Das war bei dem Missbrauch Abstand? Entweder das oder die Synchronspur ist einfach verrutscht um eine halbe Sekunde oder so. Aber das hat man stark gemerkt. Nicht drauf geachtet. Was ich auch nicht verstehen kann, weil in der Szene solltest du doch eigentlich kein Problem damit haben, einen Ton aufzunehmen. Ja. Naja, aber damit geht der einzig unkomplizierte Mensch in dieser Serie und das war's. Ja, aber er hat auch echt hart geklammert. Also er hat sich da wirklich sehr schnell reingesteigert in, ja, wir können Kinder haben und auch Enkelkinder. Und ja, hey, calm down. So, wie wir gerade schon rausgefunden oder wie du selber rausgefunden hast, du weißt nicht mal, wie ihr Nachname ist. Reg dich ab. Wie viele Punkte gibst du? Da werden wir jetzt, glaube ich, die größte Diskrepanz haben, die wir je hatten bei einer Folge. Das ist, glaube ich, mit meine liebste Folge bisher und bekommt von mir 8,5 von 10. Ich wäre jetzt noch auf 4 hochgegangen. Ich hatte hier immer 3,5 stehen. Ich gehe nochmal auf 4 hoch. Ich erwarte nicht, dass du mir folgst, aber lass mich mal ein paar Dinge... Es ist auch wieder eine Folge, vielleicht sehe ich das in 3 Folgen anders, ne? Ich glaube, man muss auf jeden Fall erwähnen, dass wir die im Wochenrhythmus gucken und die dafür gemacht ist, dass man sie hintereinander guckt. Im 2-Wochen-Rhythmus sogar. 2-Wochen-Rhythmus, klar. Also vieles wurde aufgebaut. Das ist gut. Aber ich glaube, solche Folgen sind durchaus nötig für eine Staffel, wo vieles passiert, wenn auch nichts wirklich Krasses. So vieles wird angefangen, ne, aufgemacht. Die Fässer werden aufgemacht, wo man mal guckt, was da so drin ist. Der Cliffhanger bekommt von mir eine glatte 6. Auch wenn er in der 2. Episode jetzt wenigstens erwähnt wurde, aber für mich macht auch die Auflösung keinen Sinn. Das geht mir gegen den Strich. Das war nix. So, meine persönliche Meinung. Ich fühle mich schlecht, aber ich will ja auch mal ausholen. Moos Gewaltfantasien und diese Drogenszene mit Lisa, das könnte sein Abrutschen in den Wahnsinn zeigen irgendwie. Aber für mich war es erstmal ein kompletter Stilbruch zur Serie und zu dem, was bisher passiert ist und passt in der Form nicht. Also geht für mich persönlich gegen die Logik, die diese Welt bisher geschaffen hat. Die Mutter finde ich komplett vertan. Es ist, also das war bisher ein ganz, ganz großer Plotpoint, was mit dieser Mutter ist und das fand ich jetzt enttäuschend. Ich weiß nicht, ob sie nochmal wiederkommt. Das, was passiert ist, hätte man meines Erachtens per Telefon lösen können.
um sich den eigentlichen Auftritt noch aufzusparen. Jetzt ist für mich so ein bisschen die Luft raus. Klar, das mit der Oma passiert noch, aber die Mutter war jetzt halt da und wir kennen sie und ja, also das ist jetzt irgendwie vorbei. Bubas Verwandte sind so Comic-creepy, da weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll, was da rauskommt, aber also wenn sie wissen, wer die beiden sind, ne, wenn sie Mo und Lenny kennen, dann hätten sie, glaube ich, anders reagiert. Wenn sie es nicht wissen, ist das Verhalten, ehrlich gesagt, verstörend. Das finde ich jetzt nicht negativ, das finde ich einfach nur witzig dann. Ich würde nicht vorwerfen, dass sie anders reagieren. Da möchte ich nochmal kurz einwerfen. Sehe ich nicht. Ich halte es für absolut möglich, dass sie so reagieren, obwohl sie ihn kennen. Die beiden kennen. Für mich macht es auch keinen Sinn, dass Marie da hingeht. Also klar, Mo hat jetzt nicht den großen Einfluss in der Familie, aber vielleicht könnte er doch verhindern, dass seine Schwester da reiten geht, wo Buba sich erschossen hat und wo jetzt die bösen Menschen sind. Weiß ich nicht, wäre auch ein bisschen awkward, ne? Er interessiert sich sonst einen Scheiß für seine Schwester, warum sollte er sagen, ah, da solltest du aber nicht reiten gehen, ich habe da was Schlechtes drüber gehört, da was bei Google gelesen. Würden die Leute auch sagen, ja, hä? Für mich ist das Schlussmachen von Mo am Ende ein Throwback in Staffel 1, also sowas kann man in der ersten Staffel machen, aber ich hätte ihm zumindest mittlerweile die Reife zugesprochen oder beiden und Lisa als coole Person identifiziert, dass die beiden das hinkriegen. Das ist ein Schul-Kindheitspaar. Dieses Schlussmachen ist für mich so ein Zurückwurf in Zeiten, also Manufactured Conflict, sagt man, glaube ich, in der Kritik. Das reinzubringen, fand ich irgendwie unnötig und frustrierend. Es ist frustrierend. Und auch unnötig, aber das geht für mich komplett mit Mo's Character Development einher. Denn das er ist aktuell gar nicht ausschließen. Er ist aktuell genau das. Da drauf kommt aber das mit Kira, die in der ersten Folge der zweiten Staffel so schön aufgeräumt hat mit allen Klischees. Das war so klar und so rein von allem, was man erwartet hätte, wie sie da dieses Pseudo-Fake-Date zerstört hat und so. Dass sie sich jetzt abwendet und das Gespräch nicht möchte und Abstand und Freiräume und weggeht, das ist für mich wiederum der Aufbau von allen Klischees. Finde ich überhaupt nicht. Also es kommt ja darauf an, wir wissen ja noch gar nicht, was dahinter steckt. Dennoch für mich nach dieser Folge erstmal. Das mit dem Haus finde ich spannend. Kiras Eltern ist spannend. Maries weiterer Reitunterricht wird spannend. Der mögliche Hund, haben wir den überhaupt erwähnt? Sie will einen Hund haben, der Vater sagt, der ist zu teuer, aber Mo hat dann aus Mitleid im Auto gesagt, ich rede mal mit Papa über den Hund. Ob das noch groß was wird, weiß ich nicht. Aber kann natürlich gut sein. Könnte zumindest irgendwie was bedeuten. Tiere töten ist ja auf Bubas Hof keine Seltenheit. Das neue Lager. Wenn ein Hund getötet wird, dann ist hier aber Achterbahn, Alter. Das neue Lager an der Garage wird spannend. Das Fake-Business wird spannend. Bubas Verwandte wird spannend. Die Beziehung wird spannend. Also es ist sehr viel drin in der Staffel. Aber wenn so gar keine Person irgendwie für mich nachvollziehbar ist. Denn? Was auch ironisch ist, irgendwie zur ersten Staffel. und also einfach alle. Und Lisa eigentlich auch. Ja, genau. Also wenn alle durch die Bank unsympathisch wirken und wir, also klar, noch vielleicht Mitleid mit Lisa haben und ein bisschen für Dan, ich zumindest, ich rede nur von mir, das ist jetzt auch kein Tribunal, dann ist das irgendwie nicht meine Serie. Also das ist so ein bisschen das Walking Dead Prinzip. Es wird mir zu wenig gegeben, was mir Spaß macht und zu viel, was mich einfach nur frustriert und abfuckt. Ich hätte die in diesem Fall wahrscheinlich tatsächlich für ein paar Wochen liegen lassen, weil ich so gar keine Motivation habe, weiterzuschauen. Spannend. Also ich bin da komplett nicht bei dir. Ist ja okay. Also man kann ja zwei Meinungen haben. Klar. Auch weil ich manche Sachen anders interpretiere, zum Beispiel die Drogenszene, die Drogensex-Szene zwischen Mo und Lisa. Mir hat sehr, sehr gefallen, wie die Charaktere untereinander reagieren, dass wir so langsam sehen, wer sich wie entwickelt. Das gefällt mir sehr und mochte auch das Integrieren zweier neuer, größerer Charaktere oder wichtigerer Charaktere in Bubas Mutter und der Mutter von Mo. Grundsätzlich, es hat mir einfach Freude bereitet, die Folge zu sehen und hat mir Lust auf mehr gemacht. Und mehr werden wir bekommen, wenn es um die dritte Staffel geht. Und in diesem Fall gehen wir erstmal rüber in Mirkos Retro-Gewitter. Retro-Gewitter. 4. First Encounter Assault Recon. Und ebenfalls mein First Encounter mit Let's Plays.
ja, tatsächlich, das allererste Let's Play, das ich jemals sah, war das des ersten 4 Teils von Gronkh vor mittlerweile auch bald 10 Jahren. Und was das für eines war, Mann, oh Mann. Nicht nur, dass ich seitdem regelmäßig und beständig bis heute Gronkh-Let's Plays schaue, nein, es zeigte mir auch und vor allem, dass ich doch empfänglich für Horrorspiele bin. Nicht, wenn sie lediglich mit plumper Gewalt oder langweiligen Jumpscares um die Ecke kommen, nein, das ist alles zu einfach. Ein gutes Horrorspiel muss dich in seine Welt hineinziehen, muss jeden Muskel deines Körpers auf Angst trimmen und dich verfolgen. Und das ist es, was 4 selbst heute über 15 Jahre nach Release noch schaffen kann. Ja, die Grafik ist nicht mehr up-to-date, wenngleich sie erstaunlich gut gealtert ist. Doch die Atmosphäre, die überragende künstliche Intelligenz, Alma, das Psychomädchen, das Jagd auf den Spieler macht, beziehungsweise vielleicht tut sie es auch nicht, man weiß es nicht, spielt das Spiel. Dazu eine frische, spannende Story und eine Lichtphysik, die im Jahre 2005 und selbst einige Jahre danach noch seinesgleichen suchte. Ein Spiel, das in mir noch heute bei jeder einzelnen Erwähnung nostalgische Gefühle auslöst und das definitiv einen Platz in den besten Spielen aller Zeiten für mich innehat. So, ich muss jetzt los. Ich hab da gerade spontan so ein bisschen Lust auf Grusel bekommen. Steinwurf im Glashaus.